Jetzt fangen wir an. Also, heute haben wir ein kleines Probekurs, könnte ich mal sagen. Wir werden sehr viel über Money Workbook reden, wie man damit arbeiten, wie es funktioniert, was könnt ihr jetzt schon tun, was ist möglich und wirklich auch alle einladen, Fragen zu stellen. Auch spezifisch heute Thema Geld. Und das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemas, die ich seit ich eigentlich vor Access, aber vor allem bei Access habe ich angefangen, damit zu arbeiten. Vor jetzt fast 6,5 Jahren kam ich in eine Situation finanziell, wo es wirklich schlecht war. Ich konnte kaum meine Rechnungen zahlen. Es ging mir nicht so gut. Ist vor Access. Ich habe mein eigenes Business gehabt und ich wollte das auch verändern. Ich wusste irgendwie, habe ich so viel mit mir selbst gearbeitet. Ich wusste, irgendwo liegt die Geldsache bei mir, aber ich konnte es nicht rausfinden. Ich habe so viel damit gearbeitet. Habe auch sehr viel Coaching gemacht, war auch selbst Coach, Healer. Ich habe so viele Modalitäten gemacht. Aber es kam ein Tag, wo ich wirklich, wirklich, ich würde sagen, ich war ziemlich wütend auf mich selbst. Es reicht, es muss wirklich eine Veränderung geben. Und da war ich so eine Energie, wo ich wirklich frustriert, es geht nicht weiter, es muss eine Veränderung kommen. Und in dieser Energie war ich ein paar Tage und innerhalb, glaube ich, von einer Woche kam eine Einladung von Facebook auf einen Kurs mit Dane hier. Hieß Right Body for You, richtiger Körper für dich. Damals hat er die noch gemacht. Wo mein Körper total direkt gesagt hat, geh mal dahin. Und mein Kopf sagt, hey Liesen, du brauchst Veränderung mit Geld, bla bla bla. Also mein Kopf hat nur gedacht an Ausgaben und hat eigentlich Nein gesagt. Und mein Körper hat gesagt, ja. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr dankbar, dass ich da hingegangen habe. Ich habe auch meinen Körper gehört. Und das war der größte Anfang von meiner Veränderung, weil irgendwann habe ich kapiert, es hängt nicht nur vom Geld ab, es hängt von mir ab. Es hängt von, was ich annehmen möchte, was ich empfangen möchte, was für eine Bewertungen, Ansichten und alles Mögliche in mir habe, wo ich auch, wo ich es immer noch abpacke. Oh, ich wollte auch mit meinem Headset arbeiten. Sorry, danke schön. Und ich wollte einfach sehen, auch was für Sachen sind in meinem Wege. Weil natürlich gibt es Sachen, wo man im Kopf denkt, ja, das kann ich ändern, ich kann anders denken. Aber unbewusst wusste ich nicht, wie viel eigentlich für Bewertungen ich habe, die mich stoppen, was alles läuft. Könnt ihr mich noch hören? Nicken? Ich wollte nur schauen, dass die Köpfe funktionieren. Ja? Gut, danke schön. Super. Ich liebe mein Gesicht dazu. Danke an euch. Und innerhalb von 4 Monaten habe ich persönlich meine Situation geändert mit dem Geld. Ich weiß nicht mal, vielleicht gab es dieses Buch damals. Ich weiß, innerhalb von den ersten Monaten oder 6 Monaten habe ich dieses Buch gekauft. Das ist immer das Original aus der Zeit. Und dann, ich habe auch Money isn't the problem you are, Write Riches for you. Ein paar Bücher mit Geld habe ich gekauft und habe gleich die angefangen zu benutzen. Und das Interessante war, jedes Mal, wo ich eines dieser Bücher gelesen habe, jedes Mal, wo ich Clearing gemacht habe, jedes Mal, wo ich habe mich auch entschlossen, hey, dieses Thema wird sich verändern und ich gebe nie auf. Ich werde nicht aufgeben, bis ich das kreiert habe, was ich möchte, was ich in meinem Leben möchte. Und egal, ob es eine Woche dauert, ein Monat, ein Jahr, zwei. Für mich war das eigentlich wurscht, weil ich wusste, ich habe so und so viele Jahre mein Leben gelebt mit Problemen, mit Hindernissen, mit Schwierigkeiten und auch viele Jahre, wo es wirklich leicht war und so weiter. Aber ich wusste, wenn ich eine Zeit lang so viel investiere, egal wie viel, weiß ich, dass es eine Veränderung geben wird. Und eine der Sachen, die ich mit mir persönlich sehe, ich gebe nie auf, egal was. Ich bin super neugierig und ich schaue immer, was kann ich noch mehr tun? Was kann ich noch mehr klären? Was ist noch mehr möglich? Es gibt ständig so eine interessante Frage in meinem Kopf oder in meine Energie. Ich will mehr wissen, ich will mehr ändern. Ich weiß, es liegt an mir und es liegt auch eine, wir sind, für mich ist es eine Co-Kreation mit dem ganzen Universum. Aber ich brauche auch zu sagen, was möchte ich verändern? Und nicht so, ja, ich habe die Frage gestellt und ich warte noch drauf. Nee, ich stelle 1.000 Fragen und dann gehe ich in Action, dann mache ich noch mehr und dann frage ich noch mehr Leuten über Sachen, weil ich weiß, überall gibt es Möglichkeiten und überall gibt es Beitrag von anderen Leuten, die mir auch helfen können. Und man kann nie wissen, wo es kommt, wer was sagt oder wie es passiert. Und falls ihr schon mal Access gemacht habt eine Zeit lang, wisst ihr ja, egal was ihr fragt, es kommt ständig irgendwie anders zu euch, als ihr es vorstellen könnt.
Und es ist ständig eine Überraschung. Und ich denke mir immer, ey, das Universum hat wirklich sehr viel Spaß mit mir. Und ständig macht es irgendwie Quatsch mit mir. Und ich muss dann aus meinen Comfortzone raus oder ich muss aus meinen Bewertungen oder Schlussfolgerungen, wie wird es bei mir klappen? Oder wie wird, oh, wenn ich das tue, wird das klappen? Und dann stellt das irgendwie auf den Kopf und dreht das Ganze rum und ich so, wow, das hätte ich nie denken können, dass das möglich ist. Aber das erste Jahr, könnte ich sagen, im Access gab es großes Thema mit Geld. Nach den 4 Monaten konnte ich ein gutes Monatlohn kreiert, wo ich dachte, wow, das ist alles möglich in 4 Monaten. Was passiert in einem Jahr? Und was ist dann noch mehr möglich? Was kann ich noch mehr machen? Und damals vor 6, 7 Jahren war das Money Workbook, es gab's. Gary hat darüber geredet. Nicht sehr viele Leute haben es überhaupt benutzt. Man könnte sagen, in den letzten 2 Jahren ist es mehr ein Thema geworden, weil er hat auch gesehen, in jedem Kurs, auch die ich facilitiere, aber wirklich in jedem Kurs, wo ich bin, ist ein großes Thema Geld. Und es ist ziemlich interessant zu sehen, was würde passieren, wenn du keine Probleme mit Geld hast. Wenn es überhaupt nicht in deinem Universum gäbe, wenn du genügend Geld hast, alles zu tun, was würdest du wählen? Wie würdest du leben? Wäre ganz gut, wenn man das Recording auch anmacht, Tom. Schlau lesen. Vorbereitet und jetzt. Sorry. Money Workbook. zu viel Energie in meinem Kopf gerade. wo war ich gerade? Yes. Und die Frage ist für mich immer persönlich, wie weit möchte ich gehen? Wie weit möchte ich kreieren? Was ist wirklich, welches Universum, welche Wirklichkeit möchte ich leben? Und wenn ich spüre oder denke oder wahrnehme, es ist möglich, bin ich dann willig, das zu kreieren? Oder bin ich nur willig zu warten, dass es kreiert wird für mich? Und eins der Fragen, die ich immer stelle, was würde passieren, wenn du weißt, dass du die Quelle von deiner Kreation bist? Es bedeutet nicht ausschließlich, dass du die Einzige bist, die kreiert, aber wenn du die Quelle bist, du bist die Frage, es kommt von dir. Es ist nicht nur jemand anderes sagt irgendwas über dich und es passiert. Wirklich du die Quelle bist, was würde dann passieren? Und wenn du wüsstest, alles ist möglich, was würdest du dann wählen? Das sind Fragen, wo ich mir sehr oft stelle, denn es kommt immer wieder zurück zu Sachen, wo ich mich begrenze, weil ich denke, es gibt nicht unendliche Möglichkeiten oder ich denke, es gibt Begrenzungen oder ich habe nicht genügend Geld und ich werde wahrscheinlich das nie kreieren oder egal was. Und was ich gesehen habe, alles, was ich leben überall, wo ich willig bin, das zu leben, als natürliches Leben, kreiert sich das noch schneller. Also sind es auch Gebiete, wo ich keine Bewertungen habe oder sehr viel weniger und keine so viele Schlussfolgerungen und nicht so vieles Denken. Als Beispiel, ich reise ja ziemlich viel, fast jede Woche fliege ich oder jede zweite Woche und sehr oft lange Strecken. Und vor ein paar Jahren, sagen wir 3 Jahren, habe ich mir das angeschaut, hey, wie wär's denn eigentlich Business zu fliegen? Und damals war es in meinem Universum sehr großes Schritt, überhaupt daran zu denken, zu sehen. Ich glaube, es ist 3 Jahre. Die Jahre in Access sind unheimlich schwer zu sehen. Ich müsste eigentlich mal runterschreiben, was ist vor 3 Jahren gewesen. Aber ich kann mir noch erinnern, wo ich das ein Thema war in meinem Universum. Und da habe ich gedacht, oh, wie wäre es denn eigentlich, Business zu fliegen? Auch nach, weil ich bin ja nach Australien ziemlich viel geflogen und nach New York und nach USA. Und die ersten Schritte war, dass eigentlich was passiert ist, dass viele Sitzplätze neben mir frei waren. Zum Beispiel einmal bin ich aus Australien zurückgeflogen. Ich hatte immer 3 Sitzplätze frei. Jedes Mal ich so, okay, das ist viel näher an Business, als ich gedacht habe. Dann kam der nächste Schritt, dass ich einfach Upgrades bekommen habe, geschenkt bekommen habe. Also bin ich umsonst Business geflogen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist wirklich interessant. Bin ich jetzt willig, mehr das zu haben? Und bin ich auch willig, das zu kreieren? Bin ich auch willig, zu zahlen? Das war meine nächste Frage, weil ich sehr oft bin ich sehr gut zu kreieren, dass ich etwas geschenkt bekomme. Und da habe ich gedacht, okay, was würde passieren, wenn ich willig bin, so viel Geld zu haben, dass ich wählen kann, was ich haben möchte? Und bin ich willig, auch so nett zu meinem Körper zu sein, damit ich das auch haben kann? Es ist ziemlich Unterschied für mich persönlich, mich hinzulegen, wenn ich schlafen zu können, wenn ich fliege oder nicht. Aber es ist nicht nur, dass eine richtig ist oder das andere falsch ist.
Aber was passiert ist, je mehr ich angeschaut habe, wie wäre es, wenn ich das so hätte als mein normales Leben, ist es auch interessant, wie sich das auch kreiert hat. Und einige Upgrades und einige habe ich Punkte gehabt. Und andere Male habe ich nur noch ein bisschen was gezahlt, weil die brauchten Leute, die gerne zahlen wollen. Und da habe ich nur 200 Euro extra zahlen müssen für Upgrades. Es ist sehr interessant, wenn man willig ist, etwas zu haben in seinem Leben. Auch willig auch dafür zu zahlen. Und das möchte ich auch, ich rede darüber ein bisschen nur zu schauen, damit ihr auch mal schaut in eurem Universum, was seid ihr willig zu zahlen und was nicht? Was sind die Möglichkeiten, die mir traumhaft sind in der Zukunft und welche Sachen wollt ihr wirklich kreieren und ihrem Leben als normal haben? Nicht nur als Wunschzettel und Wunschliste in den nächsten 3, 4, 5 Jahren. Und welche Sachen könnt ihr vorstellen? Das wäre doch cool, das zu erleben. Für mich war Business super. Ich habe mir nie zum Beispiel gedacht, dass ich ein Private Jet oder so ein eigenes Flugzeug haben möchte. Und in letzter Zeit ist mir so gekommen, hey, da könnte ich noch meinen Hund ständig mitnehmen, weil sie wiegt über 6, 8 Kilo und ich würde sie nie in einen Bock stellen und sie würde nie mitfliegen wollen. Aber wenn sie da einen eigenen Sitz hat, vielleicht. Aber es ist nicht ein Muss. Es ist nicht etwas, oh, das muss ich unbedingt haben, bla bla bla. Es ist wirklich nur eine Möglichkeit. Und dann muss ich schauen, ob das irgendwann eine Wirklichkeit sein kann in meinem Leben und ob ich das wirklich haben möchte. Weil wenn ich es wirklich haben möchte, sehe ich immer, dass ich irgendwie was kriege. Wenn es so ein, oh, es wäre doch ganz nett, merke ich, ich kriege es selbst nicht. Aber jetzt wollen wir das Thema Geld gehen in mehr Details. Und es ist wirklich schön, es ist ja, ich mag eigentlich dieses Telecall und diese Serie auch, weil Gary ein Advanced im Dezember macht. Und da habe ich gedacht, wow, er macht jetzt das erste Mal ein Advanced über das Money Workbook. Er redet immer und empfiehlt immer, ey, mach das durch, mach mindestens, er hat ja so 50 Mal oder 100 Mal als Übung gesagt zu Leuten. Und die Leute, die dies wirklich machen, die kommen ja auch zurück mit ganz vielen Erlebnissen, was passiert, als sie das damit arbeitet. Und es, ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon mal auf Englisch durchgearbeitet habt oder nicht. Und es kommt jetzt auf Deutsch und ihr könnt das natürlich bestellen. Ah, ich sehe das. Yay! Ich zeig das Buch, ich liebe es. Super, ja. Es ist so schön, das Neue. Ich hab nie daran gedacht, das Neue zu kaufen, aber es kommt jetzt. Aber das Interessante ist ja das gleiche Buch, aber egal. Schöneres Cover und ich bin ganz glücklich darüber. Wisst ihr, das erste Mal, dass ich das Buch gesehen habe, war es nur in schwarz-weiß eine Kopie, die man wirklich nur in der Druckerei abgibt. Es war immer ein Buch, wo, okay, ihr könnt das machen, ist gar nicht so wichtig. Und dann habe ich Gary gesehen, die Leute, die es benutzt haben, haben ihr Leben verändert. Und dann habe ich gedacht, wow, da müssen wir wirklich als Buch. Und das ist das erste Kopie, wo es wirklich als Buch verkauft hat. Und dann bin ich auch ziemlich glücklich, weil es, als ich das erste Mal gemacht habe, kamen sehr viele Fragen in mein Universum. Weil die Fragen sind sehr einfach. Die interessante Sache ist, ob man wirklich ehrlich ist mit seinen Antworten oder wenn man schaut auch, ob man lügt oder nicht lügt zu sich selbst, wird es sehr interessant. Man muss wirklich ehrlich sein. Ehrlich mit sich selbst. Und manchmal weiß man das nicht. Deswegen mache ich immer gerne Kurse mit diesen Sachen, weil wenn man die Fragen hochstellt zueinander, werden wir alle bewusst werden, was da eigentlich abläuft. Und das ist das Interessante, zusammen zu machen und da kreiert man noch mehr. Und natürlich habe ich noch mehr Clearings und Richtungen, mit denen wir gehen können. Aber wenn ihr wirklich, wenn ihr dieses Abend nicht zusammen, ich werde mehr erklären, aber wenn ihr wirklich nur das Buch kauft und die Übungen macht, wird irgendwas passieren. Wenn ihr dann die Übungen macht und mal schaut oder euch selbst fragt, bin ich hier wirklich ehrlich? Und da kommt irgendein komisches Gefühl, das ist eigentlich ein Nein. Und die Übungen, steht ja auch in den Übungen, bitte schaut zurück, seid ehrlich, was würdet ihr sonst antworten und dann könnt ihr weitergehen. Und das Witzige ist, warum Gary sagt, dass man es zum Beispiel 100 Mal macht, ist, weil das 2., 3., 5., 10. Mal, werdet ihr sehen, kommt neue Sachen hoch. Irgendwie liegen unsere Bewertungen, Ansichten wie ein Lager, dann kommt man runter, dann kommt noch ein Lager und dann kommt es weiter und irgendwann geht gleich, da kommt ein Haufen Sachen auf einmal und komische Energien und manchmal muss man, geht man da durch oder man ruft jemanden an, weil man einfach total verrückt wird und verwirrt wird mit den ganzen Ansichten und das ist super, da bist du an einer Kerne von deinen Bewertungen, wo du wirklich das benutzt gegen dich, weil alle diese komischen Ansichten, die man über Geld hat, ob die gut oder schlecht sind, ist eigentlich wurscht. Ich kann ja gute Ansichten, also schöne Ansichten über Geld haben, die mich auch hindern
Und das ist das Witzige. Am Anfang war es sehr einfach zu sehen, alle meine negativen Bewertungen. Ich habe nichts genügend oder ich mag's nicht oder die sind schmutzig. Ich meine, ich kam von einer spirituellen, war sehr spirituell, habe sehr viel meditiert und ich hatte schon mal 2 Gurus und war in Ashram. Und eine der Sachen, die ich nicht ganz wusste, war, dass ich mich selbst und heilen und Sachen sehr heilig gemacht habe und Geld eigentlich sehr schlecht gemacht habe und dass man das nicht braucht. Wenn man heilig genug ist, kriegt man alles und man braucht kein Geld. Und da gab es ziemlich viele Ansichten, die ich gar nicht sehen konnte, weil ich ja so viele schöne Ansichten hatte. Diese Ansichten waren auch ein Hindernis. Als ich die angefangen zu sehen, kamen auch ganz Haufen andere Ansichten, die, weil ich, wenn ich positive Ansichten habe, gibt es auch einen Unterschied zu den, gibt es eine Polarität, wo es auch die negativen Ansichten gibt. Aber meistens hat man die schönen Ansichten und die schlechten sind total versteckt und die sieht man nicht, weil ich denke positiv über Geld. Und das war so ein Quatsch. Und das wusste ich nicht. Aber als ich das gesehen habe, war es interessant, weil dann ging es mir nicht so gut eine Zeit lang, weil da habe ich gesehen, wie viele negative Sachen habe ich über Geld in mich versteckt. Wie viele Ansichten gab es von meinen Eltern, von meiner Umgebung, von meinen Freunden, von meinen spirituellen Freunden, von also wie viele Ansichten gibt es nur von Gesellschaft über Geld? Wahnsinnig viele. Wie viele Sachen habt ihr schon mal über Eltern? Also ich war gerade auf, ich würde wahrscheinlich ein bisschen rumhüpfen, aber ich war auf diesem 7-Tages-Kurs in Costa Rica und da gab es, ich glaube, gab es 18 Kinder da und ich weiß nicht, Hälfte davon, und nicht vielleicht die Hälfte, aber einige davon haben Sitzungen angeboten wie Bars, Facelifting, Eye Process, ganz viele. Und die sagen, ja, ich weiß nicht, $1 pro Minute oder sonst irgendwas. Und es war sehr interessant, weil, ich weiß nicht, ob das die Mutter war oder nicht, aber das Kind hat das Geld angenommen, den Cash, und hat angefangen zu küssen. Und irgendjemand hat gesagt, hey, das ist doch, das Gefühl war, es ist doch schmutzig, hey, küsst das Geld nicht. Und dann hat jemand anderes das gesehen, oder ich glaube vielleicht die Mutter oder sonst sogar, ich weiß nicht wer, und gesagt, küsse so viel du möchtest, du kriegst noch mehr Geld. Und das ist sehr interessant, weil die meisten denken, ja, es ist, wir haben Bakterien drauf und wir sollen es nicht berühren. Und oh, du musst deine Hände waschen, nachdem du Geld berührt hast. Wie viele von euch habt das gehört? Ihr müsst eure Hände waschen, wenn ihr Geld, bevor ihr isst, müsst ihr Hände waschen. Ist gar nicht schlecht, dass man die Hände wascht, aber wenn man das ständig mit Geld verknüpft, ist ganz komisch, ne? Anstatt nur. Sehr komisch. Es ist komisch. Ich habe da eine Frage von einer Nora und zwar geht es da, welches Clearingsatz, wie könnte das Clearingsatz aussehen? Ich habe es auch nochmal gefragt, was sie jetzt genau wissen möchte, aber vielleicht können wir es einfach nochmal in den Raum stellen. Sie wollte ein Clearing hören. Mir ist noch nicht ganz klar, zu was genau, ob es jetzt ein allgemeines Geldclearingsthema ist, aber vielleicht kannst du es sich ja mal unmuten, weil da einfach jetzt gerade die Frage aufkam. Es wäre ganz gut. Ist ein großes Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Clearingsatz aussehen würde, weil gerade das Thema mit, ja, Geld ist schmutzig und an sich, ich würde so gerne alles verschenken. Das ist so mein Thema. Oh. Und so nach dem Motto, ich bin es mir vielleicht auch gar nicht wert, Geld für das, was ich leiste, zu bekommen. Hm. Da würde ich gerne so einfach eine Hilfestellung bekommen. Gut. Ja. Ich werde das gleich ansprechen. Ich wollte nur ein paar Sachen anfangen mit dem Money Workbook. Und dann nehmen wir die persönliche Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das hatte ich selbst sehr viel mit dem Verschenken. Und ich habe auch verstanden, dass es hängt davon ab, sehr viel über mein eigenes Wert sein. Und was ist erlaubt zu haben? Gary stellt sehr oft die Frage, was ist deine Ansicht über Geld? Was ist eigentlich, was bedeutet Geld für dich? Bedeutet es, du möchtest Geld, um zu spendieren oder Geld zu haben? Und die meisten haben die Ansicht, man hat Geld, um es zu spendieren oder was zu benutzen. Die meisten Leute wollen gar nicht das Geld haben, weil dann ist es so wie akkumuliert es auf dem Bankkonto oder dann kann ich es nicht benutzen oder es gibt einfach sehr viele Ansichten. Und diese Sachen sind die Sachen auch, die stoppen, überhaupt Geld anzunehmen oder überhaupt mehr Geld zu kreieren. Denn wenn man willig ist, Geld zu haben, kommt das Geld und bleibt auch bei dir. Es bedeutet nicht, dass du weniger benutzt. Du wirst sehen wahrscheinlich, dass du es in eine andere Art und Weise benutzen wirst und wahrscheinlich eine andere Art und Weise mit Geld umgehst. Und du wirst wahrscheinlich weniger auf Sachen spendieren, die eigentlich nicht wertvoll sind für dich.
Aber es ist sehr interessant, so die Fragen zu stellen, weil wir haben so Automechanismen in uns. Wenn man zum Beispiel eine Ansicht hat, man ist Geld nicht wert oder man hat zu wenig, egal wie viel du kreierst, egal wie viel du kriegst, wirst du ständig so viele Ausgaben haben, damit du gar kein Geld übrig hast. Und das sind die Ansichten, die interessant sind, zu verändern, weil sonst wirst du das eigentlich automatisch kreiert man die Probleme. Ich sehe das persönlich bei mir, wenn ich mehr Geld kriege, also größere Summen als ich, was es bequem ist zu haben, kommt immer noch interessante Ansichten, wow, was mache ich damit? Und was dann passiert ist, dass ich komische Sachen kreiere, dass ich mehr Ausgaben habe. Ich sehe das jedes Mal. Ich muss wirklich aufpassen und ich pock das und arbeite damit, damit ich diese Reaktion nicht habe. Und ich merke, es ist gar nicht meine, aber das ist allgemein so eine Sache. Man muss wissen, was man damit macht, wenn man sehr viel Geld kriegt oder kreiert. Und ich dachte, okay, ich kann so viel mehr kreieren in mein Leben, auch für andere Leute und auch wegschenken und investieren und was weiß ich alles kreieren, was ich möchte auf dieser Welt, wenn ich willig bin, das zu haben. Und dann kann ich das auch super schön verteilen, kann wirklich schöne Sachen auf der Welt kreieren, die ich sehe, mehr kreieren würde. Und das ist eins der Fragen, die, als ich da auf diesen Kurs 6,5 Jahre gegangen bin, hatte ich eine Privatsitzung mit Dane ganz kurz und er hat gedacht, er wird über andere Sachen arbeiten, mein Körper arbeiten, bla bla bla. Na, er hatte gefragt, was möchtest du verändern? Ich so, Geld. Und er so, oh, okay, nur das. Ich so, nur das. Das fühlt sich an wie mein ganzes Leben. Und eins der Fragen, die er an mir selbst persönlich gestellt hat, hat er gesagt, okay, möchtest du die Welt verändern? Und ich so, natürlich. Es ist das Einzige, was ich möchte. Und dann hat er gefragt, okay, wenn du die Welt verändern möchtest, wird es einfacher oder schwieriger sein, falls du Geld hast oder kein Geld hast? Weil damals hatte ich ja kein Geld. Und da habe ich das angeschaut und ich so, natürlich, mit Geld wird es einfacher sein. Okay, bist du willig dann, das zu kreieren? Und dann kamen tausend Gedanken, oh mein Gott, ich kann nicht weiter. Ganz viele Ansichten, die gar nicht meins waren, aber es gab in meinem Inneren gab es einfach eine Bewertung, dass es schwierig war oder Geld ist nicht wichtig oder sonst irgendwas, das mich hindert zu sehen, was ich eigentlich machen könnte, wenn ich willig sein, Geld zu haben. Und seitdem habe ich da immer angeschaut, bin ich willig, mehr Geld zu haben? Weil ich weiß, bin ich willig, mehr zu haben, werde ich auch mehr Möglichkeiten annehmen, werde ich auch sehen, was noch möglich ist. Und als ich dann meine kleinere Welt hatte mit Geld, habe ich auch sehr viele Möglichkeiten ausgeschlossen, weil die Ansicht gab, ich kann das nicht machen, weil ich kein Geld habe. Und überall, wo diese Ansicht hochkommt, können wir das zerstören und umkreieren. Good and bad, right, wrong, put and pock, all nine shorts, best be honest. Überall, wo ihr schon... das nehmen wir später. Es kommen noch Clearings. Wir werden einige Clearings über Geld machen. Kein Problem, es ist ein großes Thema. Aber ich habe gedacht, falls ihr das Heftchen habt, wollte einfach eine der ersten Fragen stellen von diesem Bunny Workbook und schauen, was hochkommt. Und da dürft ihr gerne, wir werden ein bisschen Zeit lassen, dann dürft ihr gerne unmuten, dann werden wir das auch clearen und dann kommt vielleicht noch mehr Sachen. Wir werden ein paar Übungen jetzt machen zusammen, ne? Und ihr dürft ja gerne auch laut mit euch selbst reden, auch dass ich es nicht höre, ich werde es auch fühlen und die Energie spüren. Aber ich wollte wirklich, dass wir ein paar Schritte gehen mit diesen Übungen, die im Money Workbook sind, damit ihr seht, wie es funktioniert. Es ist sehr simpel. Man kann das Wörterbuch einfach durcharbeiten. Ich empfehle es öfters mal in Gruppen zu machen, weil einfach mehr passiert, weil Leute, wenn man die Frage stellt an jemand, passiert irgendwas, weil du sie bekommst. Wenn du selber stellst an dich selbst, sind wir sehr, sehr gut an auch zu lügen. Wir lügen sehr oft gegenüber uns selbst, aber nicht, wenn jemand anders da ist. Deswegen, zum Beispiel, ich sehe immer zu, dass ich mindestens eine Coaching-Session per Monat habe mit jemandem, damit ich schaue, wo habe ich meine Ansichten noch? Wo sind die Sachen, die ich gar nicht mehr anschaue? Oder wo sind die Sachen, die ich gerne verstecke, um nicht mehr Veränderungen zu haben? Und ich bin irgendwie ein Veränderungs-Junkie. Ich möchte immer mehr, 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 als viele von euch wahrscheinlich auch seid. Und scherze, dass ich ein Junkie sage, weil ich will nie aufhören. Es wird immer schöner, besser und das Leben ist wirklich gut.
Aber ich weiß auch, es gibt immer noch mehr, aber ich weiß gar nicht, was das ist, wenn ich nicht danach frage. Also noch mehr Fragen, noch mehr Möglichkeiten und einfach noch mehr Türen aufmachen. Und dann wollte ich sehen, was können wir zusammen heute Abend? Okay, eine Sache möchte ich gerne von euch bitten, dass wir alle zusammen jetzt unsere Barrieren loslassen, dass wir die senken. Und weil wir haben jede Ansicht, die wir haben, ist eine Barriere. In front, mein Kopf geht gerne auf Englisch, ist vor uns, hier ist die Möglichkeit, hier ist die Barriere und hier bin ich. Also stecke ich einfach, verstecke ich die irgendwie, die Möglichkeit möchte ich nicht sehen, also habe ich ganz viele Barrieren und Mauern, um das überhaupt nicht zu sehen. Also, wie wäre es, wenn wir die loslassen, wenn wir die senken? Und einfach, ey, was sind die unendlichen Möglichkeiten, wenn wir alle Barrieren jetzt senken? Danke. Good man, right wrong, put and pock all nine shorts, boys, me us. Oh, sorry. Yes, I see somebody doesn't speak German that is on this. Ich sag nur etwas auf Englisch. I'm so sorry, it is in German tonight and you can definitely be on it because we'll change some things in your world if you want to join. I'll definitely have some time in English as well. I'm so sorry if you joined and thought it was in English. Jemand hat sich angemeldet für den Webinar und nicht Deutsch spricht. Es ist ganz witzig. Man kann trotzdem Veränderungen haben, wenn man die Sprache nicht spricht. Und das ist auch ganz witzig. Also, alle Barrieren senken. Was sind die endlichen Möglichkeiten, eure Welt zu verändern, wenn wir alles loslassen, wenn wir Barrieren senken und einfach zulassen, noch mehr Veränderungen in unserer Welt? Und alles, was es nicht zulässt, können wir das zerstören und kreieren. Good and bad, right, wrong, put and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und überall, wo ihr eine Vorstellung habt, alles ist nicht möglich zu verändern, weil es wird lange Zeit dauern oder ihr habt viele Probleme oder sonst irgendwas, können wir das zerstören und kreieren. Ja. Yeah. Good and bad, right, wrong, put and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Danke. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, irgendwas hat sich da verändert. Gut. Jetzt wollte ich nur schauen. Ich habe so viele Fragen hier, die wir nutzen können. Also, hier. Die erste Frage, die im Buch steht, ist eine schöne Einleitung und alles Mögliche. Ich lese das bitte durch. Und das erste Frage, und das ist eigentlich auch auf meiner Kursenstelle, ist, was ist Geld? Und als das da hochkommt oder nicht hochkommt, können wir das zerstören und kreieren. Ja. Bad, right, wrong, pun, pock, all nine shorts, boys, beyonds. Wenn ihr das Buch benutzt, auch alleine zu Hause, dann gibt es ein paar Zeilen. Was ihr macht, ist einfach rein runterschreiben, was hochkommt. Egal, was hochkommt in eurem Kopf. Einfach runterschreiben. Und dann stellt ihr die Frage nochmal. Was bedeutet Geld? Was ist Geld? Sorry, das kommt nachher. Was ist Geld? Und dann schreibt ihr das wieder nieder. Und dann stellt ihr die Frage nochmal. Was ist Geld für euch? Alles das ist, können wir das zerstören und kreieren. Get a yeah. Bad, right, wrong, put and pock, all nine shorts, boys, beyonds. Eins der Fragen, die ich gerne an euch stellen möchte, wo wir das gerne auch laut besprechen, falls ihr das wollt. Was bedeutet Geld für euch? Ein Tauschmittel. Ein Tauschmittel, gut. Ja. Eigenständigkeit. Eigenständigkeit, gut. Freiheit. Freiheit ist das, was ich immer bekomme, wenn ich diese Frage stelle. Immer Freiheit. Immer Freiheit, okay. Unabhängigkeit. Genau. Unabhängigkeit, ja. Gut. Macht. Ja. Super. So alle diese Sachen, die hochgekommen sind, können wir die zerstören und kreieren. Good and bad, right, wrong, put and pock, all nine shorts, boys, beyond. Überall, wo die irgendwie versteckt sind in euch, überall, wo eigentlich eine Ansicht hochkommt und nicht mehr, können wir das zerstören und kreieren. Good and bad, right, wrong, put and pock, all nine shorts, boys, beyond. Überall, wo ihr die richtige Antwort habt für euch selbst, können wir das zerstören und kreieren. Good and bad, right, wrong, pun and pock, all nine shorts, boys, beyonds. Und überall das. Nein. Okay. Was bedeutet Geld für euch?
Wirklichkeiten. Wirklichkeiten, gut. Was sehr verrückt ist, ich bekam da gerade Liebe zu bekommen. Liebe zu bekommen? Das war hirnrissig. Nee, ist nicht. War hirnrissig. Nein, es ist nicht. Nee, ging mir aber genauso. Liebe auch. Richtig. Erstaunlich. Mhm. Freude. Freude, gut. Was noch? Notwendigkeit. Notwendigkeit, gut. Spaß. Spaß. Sicherheit. Sicherheit, gut. Freiheit. Freiheit. Leichtigkeit. 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 Spiel. Spiel? Mhm. Was noch? Anstrengen. Mhm. Alle die Sachen, Abhängig. Die... Was? Abhängigkeit. Abhängigkeit, oh ja. Mhm, so schön. Möglichkeit für neue Dinge. Das können. Möglichkeit, gut. Alle diese Ansichten, alle diese Energien, alle diese Sachen, die hochkamen, alles, was von euch ist und von anderen Leuten, können wir das zerstören und kreieren. Mad Right Wrong von Bock Online Shirts, Boys Beyonce, überall, wo ihr eine Ansicht habt, die ihr eigentlich behalten müsst, weil die richtige ist oder die verkehrte, können wir das zerstören und kreieren. Wir können Bad Right Wrong von Pop Online Shorts Boys Beyonds, überall, wo ihr gerne behält, weil das sind die wunderschöne, bekannte Begrenzungen, die ihr gerne in eurem Leben habt und eigentlich auch dagegen seid, aber auch dafür seid, können wir das zerstören und kreieren. Good and Bad Right Wrong von Pop Online Shorts Boys Beyonds, überall, wo ihr trainiert seid, die zu haben, damit ihr eine Bewertung habt, weil man muss eine Bewertung und Ansicht haben über Geld, sonst seid ihr komisch oder schlecht oder seid ihr nicht intelligent oder sonst irgendwas, können wir das zerstören und kreieren. Ja. Good and Bad Right Wrong, Pop Pop Online Shorts Boys Beyonds. Seid ihr willig, alle Ansichten oder auf jeden Fall anfangen mit einigen Ansichten loszulassen, die von euren Eltern kommen? Good and bad, right or wrong, better book, all my shirts, boys and beyonds. Sorry. Oh Gott. Das spüre ich immer noch bei mir. Überall, wo ihr Träger seid von euren Verwandten, Familie, euren Clan, was das immer das sagt, von mehreren Generationen, ihr immer noch das irgendwie, ihr seid ja die neueste Generation oder sonst irgendwas und ihr müsst die behalten, damit sie weiter jemand anders weiterhin erben kann. Seid ihr willig, diese Aufgabe loszulassen und zu stören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, put and pock, online, shorts, boys and ja, die Gesichter sind süß. Sehr leichte Energie. Wow! Mhm. Mhm. Yummy, yummy. Mhm. Sehr interessant. Okay, was bedeutet Geld für euch? Cool. Angst. Angst? Mhm. Angst, Tod, so die Schiene. Angst, Tod. Ein Zuhause. Was? Ein Zuhause. Ein Zuhause, gut. Luxus. Luxus, super. Was noch? Auch gut, hat man. Möglichkeiten. Möglichkeiten? Manchmal auch nichts. Yep. Alles haben zu können, was ich will. Alles haben zu können, was du willst. Manchmal auch nichts, gell? Manchmal auch nichts. Genuss. Genuss? Mhm, genau. Wünsche. Wünsche. Freude. Verlassen werden. Freude. Verlassen werden. Was? Verlassen werden. Und verlassen werden, ja. Bewertungen. Bewertungen. Möglichkeiten. Eigenständig zu sein. Eigenständig zu sein. Mhm. Geschenke machen können. Ja. Status. Status, Geschenke, yes. Aufregung. Aufregung. Manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Oh, yes. Es macht Angst, Spannung. Alles zu verlieren. Alles zu verlieren, Spannung, ja.
Verantwortung. Verantwortung. Helfen. Helfen. Bei mir steht, das ist vor vielen Jahren, da steht Stress. Also ich bin hier mitten in einem Seminar, gell? Hä? Ja. Was war mit Seminar? Oh, Entschuldigung. Nein, sorry. Angst, Stress, Tod sogar. Gefahr. Gefahr, Möglichkeiten. Mhm. Verlust. Verlust. Alle diese Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, ah, interessant. Mhm. Noch mehr? Pflichtgefühl. Pflichtgefühl, wow, ja. Grenzung. Grenzung. Neid. Neid. Zoom. Mhm. Oh, wow, ja. Cool. Macht. Ausdehnung. Ausdehnung, ja, macht. Mhm. Bedrohung. Bedrohung. Was könnte ich aushalten? Was könnte ich aushalten? Yes. Erleichtert. Macht Missbrauch. Missbrauch. Dominanz. Dominanz. Macht. Ihr merkt, dass ziemlich viel hochkommt jetzt, ne? Puh. Ja. Alle diese Ansichten, alle diese Bewertungen, alle diese Schlussfolgerungen, alle diese Energien, Reaktionen, mögliche Nichtmöglichkeiten, können wir die zerstören und kreieren. Ja. Überall, wo ihr Körper die nicht loslassen möchte, seid ihr willig, das anzufangen, das zu verändern. Ihr müsst zulassen, dass der Körper auch verändert. Also alles, was nicht zulässt, alles loszulassen, können wir zerstören und kreieren. Überall, wo ihr Geld verweigert, weil es andere Ansichten gibt, wenn ihr Geld habt, dann müsst ihr bla 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 bla. Alle diese Ansichten, die hochkommen, können wir sich zerstören und kreieren. Ja. Good and bad, right, wrong, pot and pock, all nine shorts, boys, beyonds. Alle die Sachen, die ihr glaubt, nicht haben zu können, weil ihr kein Geld habt, können wir das zerstören und kreieren. Ja. Good and bad, right, wrong, pot and pock, all nine shorts, boys, beyonds. Wenn ihr denkt, wenn ich nur in einer Familie geboren wäre, mit die mehr Geld hätten, dann wäre alles viel besser. Können wir das zerstören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, pot and pock, all nine shorts, boys, beyonds. Hätte ich nur eine andere Wahl getroffen und eine andere Ausbildung, einen anderen Job, irgendwas anderes, besseres, dann hätte ich eine bessere Ausgangslage oder ein besseres Verhältnis mit Geld. Können wir das zerstören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, pot and pock, all nine shorts, boys, beyonds. Überall, wo ihr spürt, wenn man Geld hat, dann kommen viele ganz Leute mit Neid, Energien, die ihr überhaupt nicht haben wollt in eurem Leben. Überall, wo ihr eigentlich bewusst seid, was passiert mit Leuten, die Geld haben, und ihr wolltet das vermeiden, weil ihr das nicht haben möchtet in eurem Leben, können wir das zerstören und kreieren. Ja. Ja. Good man, right, wrong, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Überall, wo ihr nicht willig seid, zu erkennen oder wahrzunehmen oder zu wissen, dass ihr bewusst seid, dass ihr wahrnimmt, was los ist mit Geld und nicht Geld in dieser Wirklichkeit, können wir das zerstören und kreieren. Ja. Good and bad, right, wrong, pot and pock, all nine shirts, boys, mirrors. Die meisten Leute wollen ein super schönes Leben haben. Und dann sehen sie die verschiedenen Energien, die es gibt, mit den verschiedenen Wahlen, die ihr macht. Also wenn man viel Geld hat, kommen Leute, wollen euch nur aus Liebe für Geld oder wählen euch ausnehmen oder Neid oder ja, ihr wisst ja auch gleich, die Leute verheiraten sich, weil Geld gibt und alle möglichen Kumme, Gold Diggers. Es gibt einfach viele Ansichten über Geld, wenn man Geld hat. Und so viele Leute, die ich gecoacht habe, hatten das als die größten Begrenzungen, überhaupt Geld zu kreieren. Die wussten es gar nicht. Hatten keine Ahnung. Hatten eigentlich nur Schwierigkeiten mit Geld. Aber als wir das angeschaut haben, gab es einfach zu viele Bewertungen, Geld zu haben, weil es einfach so viele negative Ansichten gab, die überhaupt von denen gar nicht kamen, aber von der Umgebung, der Familie, und man hat sehr viel gehört. Überall, wo ihr unbewusst eigentlich sehr viele Begrenzungen habt oder überhaupt Begrenzungen habt, gegen Geld, statt dafür zu kreieren,
können wir das zerstören und kreieren. Ja. Good and bad, right, wrong, put a pack, all nine shorts, boys and girls. Merkt ihr, dass das ein bisschen anders ist im Körper? Ja. Weil als wir angefangen haben, die ersten paar Fragen, die ich gestellt habe, war komisch. Und war fast mehr unwohl in mir, bevor ich angefangen habe. Und dann haben wir noch mehr Fragen gestellt und ein paar mehr Clearings gemacht. Und da gibt es für mich auf jeden Fall ein bisschen mehr Space, jetzt einfach anders zu sein damit. Wenn man das durcharbeitet, werdet ihr sehr viel mehr wahrnehmen. Was ist eigentlich deine eigene Ansicht über Geld? Was ist deins? Was ist von jemand anders? Du darfst gerne Ansichten haben über Geld. Man darf gerne Ansichten haben. Das ist was anderes, als Ansichten anzunehmen, die ihr gar nicht wisst gar nicht, dass die habt. Oder es kommt von. Meine Eltern haben zum Beispiel sehr oft gesagt, oder ich bin aufgewachsen damit, man muss hart arbeiten, um Geld zu haben. Und wenn du hart arbeitest und viel, viel reinlegst, wirst du wirklich was Gutes kreieren. Und es stimmt. Ich arbeite hart, ich kreiere sehr viel. Aber ich habe auch gemerkt, irgendein Punkt kam, wo ich muss nur immer hart arbeiten, sonst passiert nichts. Also weil ich nicht willig einfach magisch oder eher magisch schon, als ich spirituell war, war ich magisch. In letzter Minute war ich willig, alles zu kreieren. Aber nicht wirklich für mich, aber für die Situation. Und dann habe ich das verändert und habe ich gesehen, okay, bin ich auch willig, überrascht zu werden von Geld? Seid ihr willig, überrascht zu werden von Geld? Oh ja, das wäre schön. Und dass es nicht zulässt, dass es dich überraschen kann, können wir das zerstören und umkreieren. Ja. Good and bad, right, wrong, put and pock, all nine shorts, boys and girls. Ich weiß nicht, bist du eine Person, die sagt, ich mag keine Überraschungen? Und du musst mal sagen, bist du like that? Ja, ja. Ich war auch so eine. Und dahinter steckte bei mir persönlich Kontrolle. Ich wollte Sachen kontrollieren, ohne das zu wissen. Weil wenn ich das kontrolliere, wird es immer besser als nicht kontrollieren. Bla, 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 bla. Und ich so, okay, wie wäre es, wenn die ganze Welt, das Universum mich ständig überraschen kann und ich bin willig, in diese Überraschung zu stehen, egal wie unbequem es ist. Weil ich, wenn ich willig bin, unbequem zu werden, weiß ich, meine Welt wird sich verändern. Und Kontrolle, ich kann ein kleines Leben kontrollieren. Ich kann kein großes Leben kontrollieren. Ich kann nicht unendliche Möglichkeiten kontrollieren. Ich kann Begrenzungen kontrollieren. Also, ich will die einfach nur wegschmeißen. Also alles, was sich zulässt, wirklich außer Kontrolle zu sein, können wir das zerstören und umkreieren. Ja. Bad, right, wrong, pot and pock, all nine shorts, boys, meals. Diese sind auch Fragen, die wir im Kurs, ich habe ja diesen fünfteiligen Kurs mit dem Money Workbook, wir werden reingehen, wir werden alle Sachen im Money Workbook durchgehen natürlich und wir werden Sachen addieren, wo es bei euch klemmt, wo wir, zum Beispiel außer Kontrolle ist eine der Sachen, wo ständig hochkommt. Wenn man willig außer Kontrolle ist, ist es wirklich wie, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, Bungee-Jumping. Man ist ja kontrolliert, man hat ja hoffnungsweise ein bisschen Hilfe da, damit man nicht einfach stirbt. Aber es ist auch eine Energie, unkontrolliert einfach zu hüpfen und wissen, man wird geholfen. Leute gibt es da, es gibt einfach, wie wäre es, wenn das ganze Universum dich unterstützen dürfte und du es zulassen würdest, aber total unkontrolliert von allen Möglichkeiten. Weil Möglichkeiten sind unkontrolliert. Die sind nicht strukturiert. Ja, A, B, C, D. Die kommen A, Z, T, F, G. Und wenn man das zulässt und trotzdem ein Verhältnis damit hat, und man weiß, es wird einfach da sein für dich, es ist so anders. Man hat ein Vertrauen an sich selbst, von seiner eigenen Kreation und auch die Co-Kreation mit dem ganzen Universum. Nicht, dass man denkt, alles wird wunderschön, aber man weiß, alles löst sich, alles wird super, aber es gibt Hindernisse, aber man löst sie ganz mit Einfachheit, nicht mit Stress und Problemen und, ach, ich weiß nicht, irgendein Leiden. Mit Möglichkeiten. Alles, was nicht zulässt, auch Möglichkeiten anzunehmen und zu wissen, es gibt immer noch mehr Möglichkeiten, wenn ich alles loslasse, können wir das zerstören und kreieren. Ja, good and bad, right? Ja. Bock online, shorts, boys and beyond. Könnte ich eine Frage stellen? Ja, gerne. Und zwar gerade, wo wir bei diesen Möglichkeiten außer Kontrolle sind, da kam bei mir so dieses, wenn ich aus der Kontrolle rausgehe, in diese Möglichkeiten, dann besteht die Möglichkeit, dass ich sterbe. Deswegen tue ich mir mit der Frage, was ist sonst möglich, auch sehr schwer. Ja, verstehe ich auch.
Ja. Und eigentlich, das Interessante ist, hast du eigentlich eine Wahrnehmung, dass etwas sterben wird? Ja. Was könnte sterben? Ich? Ja, natürlich gibt es eine Möglichkeit, weil irgendwann werden wir sterben. Was für Begrenzungen können sterben? Alle? Ja, also Begrenzungen sind ja auch ein Teil von uns. Deswegen fühlt sich das auch sehr oft an, dass irgendein Teil von mir sterben wird. Und wenn meine Control-Freak-Seite das spürt, denkt er, nein, ich muss ja aufpassen, dass ich nicht sterbe. Dass ich nicht sterbe, bedeutet alle meine Ansichten, alle meine Bewertungen, alles, was ich in mir selbst habe. Das bedeutet, es stimmt ja, irgendwas von dir wird sterben. Deine dumme Begrenzung werden wahrscheinlich ein paar davon weggehen. Und das kann sich so anfühlen, als müsste ich das irgendwie stoppen oder das darf dich nicht zulassen, weil dann bin ich ein schlechter Mensch. Aber es gibt sehr viele Begrenzungen, die auch dein bester Freund sind. Und es ist wie, wenn Leute sehr lange krank sind, am Schluss können die gar nicht unterscheiden, was die sind, sich selbst und die Krankheit. Also wenn die Krankheit Auflösung ist, ist es wie ein bester Freund und das geht nicht. Und da ist es sehr interessant, da einfach das zu sagen, okay, wow, ich fühle, dass irgendwas sterben wird. Ja, korrekt. Deine Begrenzungen können alle sterben. Und das ist nicht immer unbehaglich. Was würde passieren, wenn wir willig sind, total unbehaglich zu leben? Und was würde es sein, wenn ich behaglich sein kann oder wohlfühlen würde mit Unwohlheit? Da alles, was das nicht zulässt, können wir das zerstören und kreieren. Ja. Good and bad, right, wrong, put and pork, all nine shorts, boys and beyonds. Marcel? Ja? Was kommt bei dir hoch? Noch so ein bisschen Misstrauen. Gut. Und wenn das hochkommt, was ich da mache, ist, okay, überall, wo ich nicht willig bin, mich selbst zu vertrauen, das Leben oder das Universum oder meine Kreation, bin ich willig, das zu zerstören und umkreieren. Right, wrong, put and pock, all nine shorts, boys, beyonds. Überall, wo ich wo ich mich nicht vertrauen möchte, damit ich das alles noch behalte, können wir das zerstören und umkreieren. Ja. Good and bad, right, wrong, put and pock, all nine shorts, boys, beyonds. Weil das Schöne ist, wenn diese Sachen hochkommen, dann kannst du sehen, was benutzt du, um dich zu stoppen? Was benutzt du, um dich zu begrenzen? Weil das sind genau die Sachen, die hochkommen. Und wenn man die anschauen kann und die noch verändern kann, kommt man noch weiter. Dann öffnet man die Tür für noch mehr Möglichkeiten. Und das ist die Sache, wenn du so ehrlich mit dir selbst bist, kommst du sehr, sehr weit. Weil es gibt nichts Richtiges, es gibt nichts Falsches. Es gibt kein Gefühl, das gut ist und kein Gefühl, das schlecht ist hier. Es gibt nur Gefühle, es gibt Bewertungen, es gibt Ansichten. Die Frage nach der letzten Frage, die im Money Workbook zum Beispiel ist, steht da, was sind die drei Emotionen, die du hast, wenn du an Geld denkst? Was sind die drei Emotionen, an die du denkst, die hochkommen, wenn du an Geld denkst? Dann kommen nämlich mehrere und meistens, wenn die sehen, kommen die Schöneren und dann kommen die Schlechteren und dann kommen die wieder Schöneren und dann kommen die wieder Schlechteren. Und egal, ob die schön sind oder schlecht, bitte zerstören und umkreieren, weil beide haben den gegenseitigen Energien, also die Polarität. Wenn ich die Schönen ansehe, gibt es auch die Negativen. Und die sind dann mehr versteckt, weil ich die Schöne anschaue. Und wenn ich die Schlechten ansehe, gibt es die andere. Und eigentlich möchte ich ohne Ansichten sein, weil dann kann ich alles wahrnehmen, was da ist. Was für Möglichkeiten. Und dann bin ich wirklich wie ein Kind. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder anschaut, die spielen. Die sehen nur Möglichkeiten. Dann spielen sie mit einer Sache und wenn sie da fertig sind, dann spielen sie mit anderen Sachen. Die sind nicht nur, oh, das habe ich nicht mit der gespielt, die fühlt sich schlecht an, jetzt muss ich mit der spielen und ich muss 50-50 oder genauso viel machen. Die spielen einfach und haben Spaß in dieser Stunde. Und was würde sein, wenn wir einfach Spaß haben mit egal was da ist, auch mit den schlechten Sachen und willig sind, das zu verändern, egal was hochkommt. Alles, was nicht möglich ist, alles, was nicht zulässt, wirklich ehrlich mit euch selbst zu sein, können wir das zerstören und kreieren. Ja. Yeah. Good and bad, right, wrong, put and fuck, all nine shorts, boys and beyonds. Und durch den Kurs werden wir auch schauen, was möchtest du auch kreieren? Was sind die Sachen, die da sind, die
Bewertungen sind, ist es nicht möglich? Welche Summen sind nicht okay, sich zu wünschen? Welche Summen sind okay? Was habt ihr gelernt? Was darf man wünschen? Was darf man nicht wünschen? Das sind Fragen, die sehr interessant sind, weil wir haben die alle sehr komisch versteckt. Verschiedene Art und Weise und verschiedene Ansichten und Mengen. Weil ich konnte sehen, als ich angefangen war, meine Mengen sehr, sehr, sehr klein. Mein erster Wunsch war, 4.000 Euro zu kreieren, einen Monatslohn, und das habe ich innerhalb von 4 Monaten oder 5 Monaten kreiert. Und das war für mich, damals war wie ein großer Traum. Als ich das kreiert habe, habe ich gesehen, okay, was wünsche ich mir wirklich? Und als Humanoid ist es eigentlich egal, Geld ist es eigentlich egal. Also habe ich, nachdem ich mein Ziel erreicht habe natürlich, habe ich dann weniger kreiert. Und habe ich denen gefragt, ich so, was ist denn hier los? Ich habe das alles kreiert und es hat gut geklappt und jetzt klappt nicht. Hast du weitergefragt oder war das wirklich schon, hast du es wirklich kreiert und dann war es fertig? Und ich so, ich habe nicht so viel weitergefragt. Weil dann habe ich gedacht, ja, wenn ich das schon kreiert habe, dann klappt es von sich selbst. Nein. Ich muss weiter kreieren. Ich muss weiter fragen. Ich muss weiterarbeiten mit mir selbst. Nicht von hart Arbeit, sondern von Kreation. Willig sein zu kreieren. Ah. Möchtest du nicht? Ja, das ist deine Frage. Ich hatte mal einen sehr großen Geldfluss und bin aber dann zurückgefallen und im Moment ist es absolut kein Fluss mehr da. Okay. War das dein Ziel zu erreichen? Das Ziel ist einfach für mich genügend zu haben, um ja einfach ja in Freude zu sein. Ich begrenze mich nicht nach oben zu sagen, ich möchte das oder das haben oder das mache ich nicht. Und als ich mit meiner Arbeit angefangen habe, war es eben so, dass das einfach, das ist gelaufen, die Leute sind gekommen, das war alles so ein Fluss, das war so eine Leichtigkeit. Mhm. Und auf einmal ist das richtig weggebrochen von mir und im Moment muss ich sagen, mache ich die Werbung, mache ich da. Und der Geldfluss will einfach nicht mehr zu mir zurückkommen, warum auch immer. Und wenn du sagst, das Geld will nicht zurückkommen, was bedeutet das für dich? Versagen. Versagen, okay. Bist du willig, das zu zerstören und kreieren? Deine Ansicht? Ja. Good and right, rump and pock all my shorts, boys, me aus. Und eine Sache, die ich gehört habe, du warst nicht willig, eine Summe zu sagen, aber es gibt irgendwo, gibt es in dir, sonst, wenn du sagst, du willst so viel Geld haben, um Freude zu haben, war das die Ansicht, ne? Ja. Ja. Irgendwo gibt es da etwas, das Freude für dich bedeutet mit Geld, oder was ist dir ermöglichen soll, Freude zu haben. Weil Freude kann man mit oder ohne Geld haben, eigentlich. Und man kann Millionen haben und keine Freude haben. Und der nächste Schritt, das du gesagt hast, ist, als es gab sehr viele Klienten und Fluss und so weiter. Und dann gab es keinen Fluss. Also bedeutet das, eine deiner Ansichten kann sein, dass du einen Fluss von Kunden haben möchtest, das ist Freude für dich. Ja. Und da ist es interessant zu sehen, dass, okay, da gibt es irgendwelche Ansichten da. Wenn man deutlich damit wird, dann weiß man wenigstens, was man kreieren kann oder möchte oder will. Damit man nicht unbewusst ist von seinen eigenen Ansichten über Geld. Okay. Ja? Es ist nicht, dass man eine Begrenzung setzen soll von einer Summe. Bei mir funktioniert es sehr gut, Summen zu setzen aus spielreichen Energien. Also als ich 4.000 gesetzt habe, war schon für mich ein bisschen nicht so spielerisch, weil ich kam aus sehr viel Mangel. Danach gab es so, oh, wie wäre es denn, 10.000 Euro in einen Kurs zu kreieren? Oder wie wäre es denn, nach Ozeanen zu fliegen und in Kursen zu gehen? Also es gab so mehr wundernd Neugierigkeit, das zu kreieren. Aber ich schaue immer an, wie viel Geld brauche ich per Monat, um mein Leben zu leben, wie ich es haben möchte. Und am Anfang konnte ich mir das nicht alles leisten, aber ich habe mir es trotzdem angeschaut. Und das ist eines der Tipps, die ich habe, es wirklich anzuschauen, was sind die Kosten, die du hast? Wie möchtest du dein Leben leben? Was kostet es, dein Leben zu leben? Und wenn du dann noch mehr Sachen addieren möchtest, solltest du mal anschauen, okay, was wäre das per Monat, wenn ich das auf 12 Monate schaue? Das ist eines der wichtigen Sachen, einfach nur eine Grundkenntnis von deinen Kosten zu sehen, damit es nicht unbewusst ist davon. Weil dann kommen diese Überraschungen, oh, das kostet so viel hatte ich nicht. Oder ich hoffe, auf den nächsten Kurs gehen zu können, anstatt, oh, der nächste Kurs kostet 2.000 Euro. Okay, das weiß ich 6 Monate vorher. Ah, das ist interessant, dann könnte ich 500 Euro pro Monat vielleicht
kreieren oder noch mehr oder weniger, egal was es ist, oder 200 Euro, weil dann weiß ich, was möglich ist oder weiß ich, was ich eigentlich kreieren muss, um dahin zu kommen. Was interessant ist, die meisten kriegen sehr viel mehr, wenn die bewusst sind, was es kostet zu leben. Und nicht Unbewusstheit, was es kostet zu leben. Und da muss man einfach schauen, was möchte man damit machen oder nicht. Ich war mir ziemlich unbewusst, was es kostet, mein Leben zu leben. Denn ich dachte, ja, ich habe ja so wenig, also mehr kann es ja nicht kosten. Aber es hat nicht gestimmt. Ja. Es hat nicht gestimmt, dass ich es angeschaut habe. Weil ich habe natürlich mehr kreiert in letzter Sekunde oder kam Geld oder sonst irgendwas. Es war witzig. Ich war etwas teurer, als ich gedacht habe, als ich mir vorgestellt habe. Das hat sich ständig auch... Die interessante Sache ist, das durchzumachen oder... Gary sagt ja eine Übung, 3 Monate lang, schreibt alles nieder, was es kostet, euer Leben zu leben. Also jeden Kaffee, Miete, Reise, Kurs, alles. Dann teilt ihr das durch 3 Monate und dann kriegt ihr einen Durchschnitt, was es kostet, euer Leben zu leben. Das erste Mal, als ich das gemacht habe, das war nicht schön, Unwohlgefühl, Stress. Ich wollte es wirklich nicht machen, aber ich wusste, ich habe nichts zu verlieren. Meine Situation ist so schlecht. Entweder ich bin willig, das in meine Hand zu nehmen und alles durchzuarbeiten, was es da gibt, die Werkzeuge, die es da gibt, oder ich mache weiter, wie ich mein Leben lebe und das war so schlecht, das wollte ich nicht. Also habe ich das gemacht, egal wie schlimm das für die 3 Monate war und habe ich gesehen, was es mein Leben kostet zu leben. Danach hatte ich dann eine Basis, wo ich wusste, okay, das ist meine Basis, das brauche ich. Wenn ich mehr machen möchte, muss ich auch mehr kreieren. Was sind da die unendlichen Möglichkeiten? Wenn du das mit dem Aufschreiben sagst, bei mir kommt das eher so, je mehr ich darüber weiß, desto weniger schaffe ich zu kreieren. Also ich bin wohl für mich magischer, wenn ich es nicht weiß. Das habe ich auch gedacht. Was ich meine? Ja. Ich habe dieselbe Bewertung gehabt. Ich habe genau dieselbe Ansicht gehabt. Deswegen wollte ich es auch nicht machen. Ich kann sagen, ich habe das Gefühl immer, also das kommt immer wieder hoch, dass ich zu alt bin. Hey! Ja, dass ich nicht mehr schaffe. Weißt du, dass meine älteste Kundin oder Teilnehmerin am Money Work Kurs, ich hatte in Dänemark und Schweden habe ich sehr viele 2,5 Tage nur über Geld und dann machen wir 3 Monate lang Kurse, wo man zum Beispiel mal Telecourse, man wirklich diese Werkzeuge durcharbeitet. Die älteste war 73. Ja, wann bin ich davon nicht mehr weg? Und was hat sie gemacht? Sie hat ihr Leben verändert. Sie hat kreiert, dass sie mit mehr reisen konnte. Sie konnte auf mehr Kursen gehen. Die Sache ist, es gibt kein Alter, um Sachen zu verändern. Aber natürlich gibt es Bewertungen. Und die Sache ist, okay, was für magische Sachen willst du nicht in dein Leben haben? Und du wirst ständig mit der Karte mit dem Alter kommen. Und es ist eigentlich wurscht, welchen Alter man hat. Weil man kann immer noch glücklich werden und mehr kreieren und Spaß haben. Und alles, das nicht zulässt, können wir das zerstören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, but I'm pack online, shorts, boys, me on. Bist du auch willig, das zu zeigen in der ganzen Welt, dass du so viel Spaß hast, egal welchen Alter. Und wenn die keinen Spaß haben wollen, dann können die gerne in ein Altenheim früher gehen, aber du kannst ja bis zum letzten Tag so viel Spaß haben dein Leben und wenn du dann nicht mehr leben möchtest, dann gehst du einfach. Okay, danke. Ist eine Möglichkeit. Muss nicht sein, aber es ist eine Möglichkeit. Das sehe ich mir für mich selbst auch. Hey, warum alt und krank werden? Come on, wir können anders das machen. Und eine Sache, die ich gerne in mein Leben selbst nicht haben möchte, ist wie eine dumme Ausrede, ich habe kein Geld, bla bla bla. Das möchte ich mein Leben nicht mehr haben. Es bedeutet nicht, dass ich eine Millionärin sein muss, aber ich will nicht Probleme haben, die ich selbst dann benutze, um mein Leben zu stoppen. Ich will nicht mal mein Leben stoppen, wenn meine Eltern Geld alt sind. Ich würde, okay, dann zahle ich dafür. Dann zahle ich dafür, dass sie Hilfe kriegen oder dass sie alles Mögliche kriegen, was sie brauchen. Ich werde nicht zu Hause sein und sie pflegen. Ich reise zu viel, ich habe zu viel Spaß. Ich werde dafür da sein für sie und das wissen die. Aber ich werde wahrscheinlich so viel Geld haben, damit ich kein Problem damit habe. Das ist eine Ansicht, die ich mag. Das ist eine Ansicht. Ist eine Ansicht, so möchte ich mein Leben leben. Und ich bin mir bewusst, es ist möglich.
Aber wenn das eine Möglichkeit sein soll, dann muss ich das auch in meinem Leben haben. Ich muss es wissen, ich muss es auch anschauen. Ich will mir nicht unbewusst in diesem Gebiet sein. Deswegen, je mehr unbewusst ich bin, desto mehr Überraschungen können auch kommen, die mein Leben zerstören oder Probleme kreieren, damit ich noch mehr Ansichten habe, die es geht nicht, es klappt nicht, ich weiß nicht, wie ich das verändern kann. Wenn ich über diese Hürde rüberkomme, ja, wenn ich alles weiß, dann kann, begrenze ich das. Aber mein Einkommen kann ich jederzeit begrenzen. Und was ich mache, wenn ich sehe, dass ich mein Einkommen begrenze, dann frage ich das Universum, hey, würdest du so willig sein und so viel Spaß haben, dass du mich überrascht mit so vielen komischen Einkommen, Einkommen von allen möglichen Seiten, wo ich gar nicht begrenzen kann, nicht kontrollieren kann, woher die herkommen. Kannst du mich irgendwie veralbern? Kannst du mich irgendwie Quatsch mit mir machen, damit ich sehe, wo ich noch mehr kontrolliere? Ich stelle Fragen, um meine Kontrollseite zu provokieren oder zu manipulieren oder außer Kontrolle zu gehen. Es ist meine Seite. Ich weiß, dass ich nicht alles von heute bis morgen verändere, aber ich kann danach fragen und ich kann auch fragen, dass die ganze Welt mich manipuliert, um da rauszukommen. In dieser Art und Weise bin ich willig, alles zu benutzen zu meinem Vorteil. Und Money Workbook ist super, weil dann kommen komische Sachen hoch und da kann man sehen, okay, möchte ich diese Ansicht noch haben oder möchte ich sie verändern? Wenn ich sie verändern würde, was würde dann passieren? Ich habe keine Ahnung wahrscheinlich. Okay, wenn ich keine Ahnung habe, ist wahrscheinlich besser, als zu wissen, was es ist. Bin ich zu hören? Ja! Ah, ich habe auch eine Frage. Ja. Ich kann mich sehr leicht mit Geld kreieren. Das macht mir Freude, das macht mir Spaß. Ja. Wo ich an meine Grenzen komme, ist, dass es so viele Vorschriften und Regeln dann auf einmal gibt. Also richtige Schwierigkeiten. Und dann fällt man wieder zurück, sprich Krankenkasse, Steuern und das alles, das Organisatorische darum. Also diesen Riesensprung zu schaffen, in, nicht wieder in ein Loch zu fallen und dann wieder aufzusteigen, wieder auf Null und dann vielleicht ins Positive, sondern wie kann man das erreichen? Wie kann ich das erreichen? Da stehe ich immer an. Erstens hast du auch, hast du uns eigentlich erzählt, was das Problem ist. Und wenn du dazu hörst, sagst du auch, dass du eigentlich gar nicht weißt, wie du damit umgehst und was du damit machst, wenn du mehr Geld kriegst und bla 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 und alle diese Steuern da. Als ich mein Business angefangen habe, ich war in Schweden, ich kannte die Steuern und Regeln in Deutschland, weil ich da aufgewachsen worden bin und ich habe mein Business von meinen Eltern gesehen und als Mögliche. Also kam ich nach Schweden, ich habe keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, wie mache ich Steuern? Und Steuern in Schweden ist so eine riesengroße, komische Sache, noch schlimmer als in Deutschland. Als ich mein erstes Business aufgemacht habe, das erste, was ich gemacht habe, ich möchte jemanden, der meine Steuern macht, mein Accounting, meine Papieren, alles. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles machen werde. Und wenn ich das selbst machen würde, würde ich das sehr langsam gehen. Also habe ich aus meiner eigenen Tasche immer gezahlt, egal, ich hatte ja kein Geld in meinem Business am Anfang. Und ich wusste, ich werde nie mein Business stoppen, weil ich nicht weiß, wie man die Steuern macht oder die Papiere oder die monatlichen Sachen macht. Nee, ich zahle dafür. Ich war immer willig zu sagen, es kostet ziemlich viel, die Frau, die ich habe. Und es ist mir auch immer noch wurscht. Ich zahle lieber, als da überhaupt mich daran zu... Nicht, dass ich weiß, es ist ja viel. Ich könnte es machen jetzt und es macht sogar Spaß. Aber ich weiß auch, dass ich so viele Sachen kriege, dass die 2-3 Stunden oder 10 Stunden, die ich zahle, egal was, ich weiß auch, wenn ich es ihr gebe, wird es perfekt oder sehr viel richtiger. Also wenn ich es mache und ich bin willig dafür zu zahlen, damit ich nicht noch mehr kriege. Am Anfang war das nicht einfach. Es hat gekostet. Es hat auch wehgetan, finanziell für mich. Und mir war das wurscht, weil ich wusste, entweder ich benutze das gegen mich oder ich bin willig zu zahlen, um mehr zu kreieren. Mhm. Und da musst du nur schauen, okay, wenn es nicht Spaß macht oder Stress bringt, okay, wen kannst du fragen? Wen kannst du bezahlen? Oder vielleicht musst du gar nicht mal bezahlen. Vielleicht gibt es jemanden, der dir helfen könnte oder jemand, das wirklich Spaß macht. Es gab eine in meinem Kurs, der hatte genau das ähnliches Thema. Das Witzige war, ihre Tochter liebte Buchführung. Und es ist ihm nicht eingefallen, dass die Tochter es machen könnte. Es kam dann wie ein Aha-Erlebnis. Oh, meine Tochter möchte das machen. Und nach dem Tag war es sehr viel einfacher. Und sogar ihr Mann hat dann auch mitgeholfen. Die Tür war einfach nicht offen.
Die war so zu, die konnten gar nicht helfen, die konnten nicht mal, wahrscheinlich haben die mal was gesagt und sie hat irgendwie reagiert und dann war die wieder zu. Ich weiß es nicht. Aber nachdem sie diese Aha-Möglichkeit dann hatte oder Erlebnis, dann kamen die Möglichkeiten noch größer und noch einfacher und es hat nicht mehr gekostet, hat sogar weniger gekostet als vorher. Aber man muss willig sein, da einfach was zu wählen und das zu verändern. Mhm. Okay, danke. Danke für die Frage. Ich sehe eine Frage hier auch schriftlich. Hab das Gefühl, dass das Geld nicht bleiben will, wenn welches da ist. Ich sehe an mein 10%-Konto, das seit Mai 6.000 drauf gekommen ist. Wo bitte sind aber die 54.000 Geschwister hin? Ich lebe echt nicht wirksam mit meiner Familie. Das ist das Gute. Wenn du alles runterschreiben würdest, zum Beispiel, würdest du es wissen. und das ist das Interessante. Wenn man das wirklich wissen möchte, wo die 54.000 sind, hingehen, kann man das auch mal schauen. Wenn du niederschreiben würdest jeden Monat, was alles kostet, würdest du auch sehen, was alles mit dem Geld passiert. Weil es kostet, unser Leben zu leben. Aber das Witzige ist, dass du weißt, dass du 60.000 kreiert hast. Die meisten Leute wissen gar nicht mal. Das ist das einzige schönste Sachen, die ich mit meinem 10%-Konto gesehen habe, nach ein, zwei Jahren. Habe ich so viel kreiert? Ich hätte es nie gewusst, wenn ich diesen 10%-Konto nicht hatte. Das einzige Tipp, den ich heute geben würde, ist, es steht 5 Tipps. Mal schauen, ob wir 5 haben. Wir haben noch 10, 15 Minuten. Aber eins meiner größten Tipps ist wirklich anzufangen mit einem 10%-Konto. Es gibt sogar ein ganzes Telecall oder Radioshow nur über 10%. Ich könnte, glaube ich, stundenlang darüber reden, weil es so viel in meinem Leben verändert hat. Die Idee hinter dem 10%-Konto, dass Gary worüber redet, aber es ist, kommt nicht nur von Access, es haben viele andere Modalitäten und so weiter, ist, dass man von jedem Euro 10%, also 10 Pfennig, oder von jedem 100 Euro 10% zu sich selbst gibt. Eigentlich ein anderes Konto oder Cash zu sich selbst. Aber man benutzt es nicht, man berührt es nicht, man spendiert es nicht, man behält es. Ich habe ein 10%-Konto in meinem Business, ich habe ein 10%-Konto privat. Das bedeutet, als ich es angefangen habe, hatte ich kein Geld. Und Gary hat zu mir gesagt, okay, weil ich habe, was mache ich da? Ich habe doch kein Geld. Und dann hat er gesagt, entweder wirst du selbst sagen und wirst du wahrscheinlich dir selbst auch überzeugen, dass du kein Geld hast für dieses 10% und du wirst dein Leben weiterleben, wie du es immer gemacht hast. In Mangel. Und ich so, ja, das klingt so, das könnte schon passieren. Oder du bestimmst heute oder wählst heute, du wirst mit deinen 10% anfangen, no matter what, also es gibt keine Ausreden. Und du wirst sehen, wahrscheinlich wirst du ersten oder zweiten Monat sogar noch mehr kreieren. Und ich kann sagen, ich habe es gewählt im ersten Monat. Es war nicht leicht und er hat recht. Und ich so, scheiße, dieser Mann hat so recht in seinen Sachen. Oh. Aber ich wusste auch, ich muss das längere Zeit machen. Also es gibt keine Kompromisse. Ich habe es jetzt über 6 Jahre lang gemacht, 6,5 Jahre, seit dem ersten Tag, wo ich das gehört habe. Ich weiß, dass ich einen Monat habe ich ein bisschen weniger Klarheit darüber, weil ich war sehr viel rumgereist und ich hatte nicht alles so deutlich mit meinen Konten. Dieser einzige Monat, wo ich mich so ungewohnt gefühlt habe, weil es war nicht deutlich, wie ich mich selbst bewertet habe. Ich habe eigentlich, ach ja, ist ja wurscht, es geht ja gut und alles Mögliche. Diese Energie habe ich gar nicht gemocht danach. Und ich sage, oh, irgendwas ist anders in meinem Leben. Meistens meine Freunde, Kollegen, auch Klienten, machen 10% eine Zeit lang, dann kommt eine gewisse Summe. Wenn diese Summe, egal welche Summe es ist, ich habe keine Ahnung, erreicht wird, dann kreieren die irgendein Bedürfnis, das zu benutzen. Und wenn die das 10%-Konto benutzen, zu, was weiß ich, spendieren, zu, was weiß ich, Reisen, Kurse, Haus, Auto, merken die, dass innerhalb von 1-2 Monaten danach wird weniger Geld kommen in ihrem Leben oder es passiert irgendwas anderes, dass noch weniger kreiert wird. Das ist, 99 Leuten haben das erzählt, ich möchte es nicht erleben, also habe ich es weitergemacht und interessante Sache ist, mit meinem 10%-Konto habe ich sogar 2 neue Businesses angefangen, um noch mehr zu kreieren. Und als ich anfangen wollte, konnte ich von einem Tag auf den anderen anfangen, weil Geld da war. Also, ich habe meine eigene Bank, ich habe eine eigene Möglichkeit. Ich bin willig, jetzt auch nett mit mir selbst zu sein, mit Geld. Früher gab es so viel Mangel, dass ich nur Stress hatte. Und ich werde auf jeden Fall mehr über 10%-Konto auf dem Kurs auch reden, weil es eigentlich eine Sache, die so viel Veränderung in meinem Leben gezeigt hat und auch bei so vielen Kollegen, Freunden, Kunden. Ich kann es gar nicht
ich kann es wirklich nur empfehlen. Jeder muss wählen. Es ist nicht, wenn du wählst, Leeson hat es gesagt oder Gary hat es gesagt, wird es nie viel, so viel Spaß machen, wie du möchtest dein Leben verändern. Und es ist wertvoll, 10% wegzulegen und sehen, was passiert in deinem Leben, wenn du dir selbst wert bist, das zu haben. Und ja, es ist sehr interessant zu sehen. Es ist interessant, dass man 10% haben kann und trotzdem benutzt man den Rest. Ich habe mein 10% und ich habe auch ein extra Konto mit 5%, das ich auch weglege für andere Sachen. Manchmal habe ich ein extra 5% für Projekte, die ich in der Zukunft kreieren möchte. Hängt davon ab. Aber mein 10% gibt es keine Kompromisse. Ich kreiere mehr. Ich investiere mit dem Geld in Sachen, wo ich sehr gut bin. Ich investiere nicht in Sachen, wo ich keine Kenntnisse habe. Und ich benutze es auch nicht, um Kurse zu gehen. Ich kann ab und zu Geld leihen von meiner eigenen 10% Bank. Nur, wenn ich weiß, dass ich zurückzahlen würde. Wenn ich weiß, ich werde vielleicht oder ja, wenn ich Geld habe, dann benutze ich das nicht. Dann leihe ich mir kein Geld. Da bin ich ziemlich streng damit, weil ich will das Geld nicht spendieren. Ich will, dass es immer eine Summe gibt, die in mein Leben wächst und da ist für mich, um noch mehr zu kreieren. Eines der schönsten Energien, die in mein Leben gibt. Und ich liebe sie. Und ich liebe sie auch in Cash zu haben. Ich spiele damit rum. Ich kisse, ich bedanke mich, ich rede damit. Ich bin ganz komisch mit Geld. Aber ich liebe Geld. Und das habe ich auch später verstanden, als ich glaube, es 2-3 Jahre, nachdem ich angefangen, Geld zu verändern, gab es immer noch seine Ansicht in mir, ich bin nicht so gut mit Geld. Und dann habe ich das laut gesagt zu Gary und dann hat sie mir gesagt, Leeson, wahrscheinlich, vielleicht hast du gar nicht. Wie wäre es, wenn du eigentlich gar keine Probleme mit Geld hast? Und dann habe ich angeschaut, und dann gab es war so ein Tweak in my universe, das hat ziemlich viel Veränderung gegeben. Und da habe ich gesehen, hey, du weißt ziemlich viel mehr über Geld, als du überhaupt zulassen möchtest. Du möchtest noch Probleme haben, du möchtest noch... Es ist interessant. Es ist interessant, dass man eigentlich sehr oft Probleme haben möchte, damit man sich beklagen kann. Und das Witzige ist, wenn ich keine Probleme habe, muss ich dann Probleme kreieren oder bin ich auch willig, mein Leben zu kreieren und ganz viel Spaß zu haben? Was ist eine Frage an dich? Ja, bitte. Mit dem 10%? Ja. Das war nämlich neulich spannend, weil dieses 10%-Konto, das mache ich so ziemlich lang. Und dann sagt mein Mann zu mir, ja, mit dem 10%-Konto, er macht das ja auch. Und wann darf man dann irgendwann einmal das Geld ausgeben? Ja, die Frage kenne ich. Oh Gott, ich habe eine Klientin, die gesagt, ja, wenn ich 1 Million auf dem Konto habe, soll die immer noch da rumliegen? Ich so, wenn du 1 Million kreiert hast, dann hast du 10. Ja, so ungefähr, ne? Ja, ungefähr. Das Interessante ist, dann in der Energie, wenn ich das höre, für mich bedeutet es eigentlich, dass man das nicht schätzt. Man schätzt die 10% nicht für sich selbst. Man nimmt wahrscheinlich nicht die Energie an, die es eigentlich für euch kreiert. Aber für mich bedeutet auch mein 10%, ich kann es hier investieren. Ich kann zum Beispiel investiere ich in Schmuck, in alten Schmuck oder irgendwas, was Wert hat. Aber man muss die Wahl selbst machen natürlich. Nicht nur, damit man nicht in ein Auto oder irgendwas, was kostet, zu haben. Es ist sogar fast wie wenn du ein Haus kaufst, es kostet wahrscheinlich auch ein Haus zu haben. Aber da muss man selbst sehen, was einige Leute investieren in ein Haus, um noch mehr Geld zu kriegen, wenn sie es verkaufen. Also man muss selbst damit seine eigenen Richtlinien bestimmen. Aber was ich immer anschaue, ist, okay, wie verändere ich erst mein Gefühl, Gedanken über das Geld, damit es wirklich auch an euch beitragen kann. Weil wenn ich das höre, auch ich weiß nicht, ob hat er es selbst gewählt, hat er es gewählt, weil es du gesagt hast, ich weiß es nicht. Seid ihr auch willig zu sehen, was für ein Beitrag ist, das 10% zu haben? Und bist du willig, diesen Beitrag anzunehmen, auch wenn du nicht weißt, wie es aussieht? Alles ist Energie, alles hat Bewusstsein. Also dein Geld hat Bewusstsein, du kannst Fragen an dein Geld stellen, du kannst auch, hey, kannst du mir heute helfen? Also es kann ziemlich extrem gehen, wenn ich mit Geld rede. Zum Beispiel, wenn ich manchmal mehr Geld brauche, rede ich mit meinem Hund. Sie ist eines der Sachen, die Energien, die es so beiträgt, ohne irgendwelche Ansichten. Ja, okay, machen wir mal. Also es ist ganz spontan, sie will ich alles zu machen, um beizutragen, wenn sie sieht, diese Energie kriegt noch mehr für uns. Und ich muss auch deutlich sein, was es bedeutet für uns.
Aber die meisten Leute sind nicht willig, wenn sie zeitlang 10% kreiert haben und weggesteckt haben, auch was versteckt haben, werdet ihr sehen, da kommen Ansichten hoch. Zum Beispiel, es liegt auf ein Konto oder ich darf nichts damit machen oder die liegen da nur und kriegen noch mehr Staub oder ich bräuchte, dann könnte ich doch besser leben, wenn ich sie benutzen würde oder was könnte ich damit tun? Oder ich kriege ja nur 90% von meinem Einkommen. Also es kommen oft Ansichten hoch. Wenn man willig ist, damit zu arbeiten, werdet ihr wahrscheinlich durchgehen, wie ein Tunnel mit diesen Ansichten. Und da kommt ihr raus und werdet sehen, da gibt es eine ganz andere Möglichkeit damit. Ihr dürft gerne investieren. Ich sag's, also wahrscheinlich werde ich mal irgendeinen Call haben oder auch auf einen Telecall mit diesem Money Workbook werden wir darüber reden, weil es gibt einfach sehr viele mehr Möglichkeiten. Aber die beste Sache ist, erstmal durchzuarbeiten mit all diesen Ansichten, Gedanken, Bewertungen über Geld, weil dann kann man einfach Sachen anders sehen. Wenn man wie das Ziel anschauen möchte, aber man hat die ganze Scheiße hier, es ist sehr viel schwieriger zu sehen, was sind die Möglichkeiten. Wenn ich willig bin, mit allem zu arbeiten und alle diese komischen Ansichten wegzuräumen, dann öffnet sich eine Tür, die unglaublich ist. Und ich kann es nur von mir persönlich sehen, weil ich saß in der Scheiße. Also wirklich, war nicht gut. Und es ist wie ein, wenn ich zurückschaue, habe ich gedacht, wow, habe ich so viel verändert. Es ist wahnsinnig. Früher, als ich am Anfang, die ersten 1, 2, 3 Jahre, wenn ich auf Kurs, vielleicht die ersten 2 Jahre, wo ich auf Kurs gegangen bin, als ich nach Hause kam, gab es kaum Geld. Da musste ich sofort kreieren oder Kurse machen und Klienten. Jetzt habe ich kreiert, damit ich nach Hause kommen kann. Und es gibt immer noch gibt Geld. Ich kann leben, ich kann gut leben. Und da habe ich gesehen, wow, ich war wirklich willig, was ganz anderes für mich selbst zu kreieren. Und ich kann andere Sachen wählen. Und ich wähle nicht nur aus Mangel. Und ich sehe, kann ich das machen, könnt ihr das alles auch machen. Und ihr könnt wahrscheinlich noch mehr machen als ich. Wie wäre es, wenn ihr noch mehr kreiert als ich und ich bin willig, noch mehr zu kreieren als euch? Was passiert dann? Aber was ich auch möchte, ist, dass wir Spaß damit haben, nicht von einem Muss. Und was würde passieren, wenn wir alle diese Muss oder alle diese Sein-Muss, so alle diese Bewertungen, alle diese komischen Energien ausräumen können, damit ihr wirklich Spaß oder einfach ein Space, ein Raum von Möglichkeiten da sein kann in eurem Leben, statt alle diesen, ich muss das, dann kann ich das tun. Und jeder Mensch hat unterschiedliche Sachen. Ich habe immer noch Sachen, die hochkommen. Und ich bin meistens, fast immer bin ich sehr glücklich, wenn ich sie sehen kann und bewusst werden kann, weil dann kann ich damit was, dann kann ich die ändern. Wenn ich unbewusst rumlaufe, es geht mir gut, ich habe ein gutes Leben, ich kann rumreisen, ich kann auf Kursen gehen, ich kann eigentlich wählen, wo ich leben möchte. Ich meine, wenn ich mich heute anschaue und ich schaue mich vor 6 Jahren an, wahrscheinlich hätte ich das gar nicht trauen. Ich habe schon geschaut, dass es möglich ist, aber ob ich es wirklich glauben konnte, bin ich mir nicht ganz sicher. Und trotzdem war es Schritt bei Schritt bei Schritt. Das war nicht nur, ich hüpfe da hin und es ist alles da. Es kommt irgendwie, es ist einfach. Wenn ich es wähle, dann kommt das. Und ich so, da bin ich fast überrascht, wenn ich zurückdenke. Ich so, oh, ich liebe das, wonach ich gefragt habe. Das ist wirklich möglich? Wow. Hey, ich muss noch mehr fragen. Okay, was mehr möchte ich kreieren in dieser Welt? Wo möchte ich mehr was erleben? Wo möchte ich mehr hingehen? Ist nicht nur, ich frage nicht so oft nach Summengeld, aber trotzdem mache ich es, weil es Spaß macht. Aber ich schaue immer, was möchte ich damit tun? Wie möchte ich leben? Und jetzt schaue ich gerade, dass ich wahrscheinlich den letzten Winter in Schweden wohnen werde. Weil warum sollte ich eigentlich in Schweden wohnen? Es hält mich eigentlich nichts mehr fest hier. Ich kann mein Pick und Pack und meinen Hund nehmen und eigentlich in Italien leben. Es gibt keine Begrenzungen. Und wenn es Begrenzungen gäbe, könnte ich auch schauen, okay, was müsste ich kreieren aus meiner Begrenzung heute, damit es möglich ist. Zum Beispiel, früher war es sehr viel mehr, dass ich in Schweden und in Dänemark kreiert habe und es war, okay, ich habe mein Business hier, also muss ich es noch hier haben. Und es ist mein Einkommen hier. Aber dann hätte ich auch denken können, okay, aber dann könnte ich das doch in Italien kreieren, wenn das so wichtig ist, lokal meine Kreation zu haben. Das ist doch möglich. Ich habe es in Dänemark gemacht, ich habe es in Schweden gemacht. Warum nicht dann auch noch in Italien oder in Deutschland oder in Österreich oder wo immer?
Aber ich muss es wählen. Ich muss sehen, was möchte ich kreieren? Wie möchte ich leben? Okay, was kann ich dafür kreieren? Und dann kommen wahrscheinlich noch mehr, viel mehr Überraschungen auf dem Wege. Es ist, am Anfang habe ich ziemlich viel kontrolliert, was ich kreiere. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich kreiere das Minimalste. Es sieht sehr gut aus, aber es ist, ziemlich, ist es immer noch das, es ist immer eine begrenzte Kreation. Also, was sind die unendlichen Möglichkeiten, die ihr nicht zulässt, weil ihr gerne begrenzt, wie es kommt, wann es kommt und von wem es kommt? Können wir das zerstören und kreieren? Ja. Get a mad right round, put a pock online, shorts, boys, beyonds. Alle diese komischen Energien von 10%, wie man das machen muss oder wie es sein soll, wie soll ich mich fühlen oder was sind die Möglichkeiten damit und die ich nicht habe, bla bla bla. Können wir das zerstören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, porn, book, online, shorts, boys and beyonds. Und, ja? Gibt es noch eine Frage, oder? Jetzt möchte ich noch wieder zurückgehen zu der Frage, okay, was bedeutet Geld für euch? Kälte, Grausamkeit. Was? Kälte und Grausamkeit. Kälte und Grausamkeit, gut. Langeweile. Langeweile, gut. Spaß. Spaß, gut. Was bedeutet Geld für euch? Den Urlaub fahren. Leckeres Essen kochen. Leckeres Essen kochen. Gutes Gefühl sehe ich da. Okay, gut. Okay. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, gut. Danke. Abenteuer. Abenteuer. Ausdrucksmöglichkeit des eigenen Selbstes. Super. Kam noch in den Chat rein. Neuen Business kreieren, super. Helfen können. Helfen können. Das war schon. Also, alle diese Ansichten im Bewerbung. Freiheit. Freiheit, Sicherheit, Schuld. Gut. Alle diese Ansichten, alle diese Gefühle, alle diese bewussten und unbewussten Ansichten können wir zerstören und kreieren. Ja. Good and bad, right, wrong, porn, pop, online, shorts, boys, meals. Alle Schlussfolgerungen, die ihr habt, alle Gedanken habt, was hochgekommen ist, können wir das zerstören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, porn, pop, online, shorts, boys, meals. Alle Ansichten, die noch darunter stecken, die versteckt sind, können wir die unverstecken, aber das ist nicht deutsch, können wir das zerstören und kreieren? Ja. Ja. Good and bad, right, wrong, porn, pop, online, shorts, boys, and beyonds. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich bin Studentin und kriege das Geld generell nur von meinen Eltern und habe immer das Gefühl, ich kann gar nichts selber verdienen, weil ich es neben dem Studium nicht schaffe. Und auch gleichzeitig die Schuld meinen Eltern gegenüber, dass ich eigentlich dieses Geld nicht ausgeben darf. Und da komme ich irgendwie nicht wirklich raus. Also ich habe keine Idee, was ich fragen kann. Gut, okay. Alle Ansichten, die du hast, dass du Okay. Ist es wie ein Gefängnis für dich? Ja. Okay. Was sind die unendlichen Möglichkeiten, die du gar nicht siehst mit deinem Gefängnis, das du hast? Alles, das ist, können wir zerstören und kreieren? Mhm. Good and bad, right, wrong, put a book, online, shorts, boys, me aus. Alle Ansichten, die es gibt, wenn man studiert, wenn man Studentin ist, dass Geld limitiert ist, dass es begrenzt ist, können wir das zerstören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, put a book, online, shorts, boys, me aus. Und überall, wo die einzige Einkommensquelle, die du gerade hast, sind, die deine Eltern sind, können wir das zerstören und kreieren? Good and bad, right, wrong, put a book, online, shorts, boys, beyonds. Und überall, wo du nicht erlaubst, dass die zu dir beitragen, können wir das zerstören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, put a book, online, shorts, boys, beyonds. Und überall, wo du Geld annimmst,
aber es kommt mit Ansichten und Bewertungen, wie du es am besten benutzen solltest. Und wenn du das nicht tust, dann bist du eine Spenderin und gar nicht verantwortlich und alle bla 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 bla. Können wir das zerstören und kreieren? Ja. Ich bin ein Man Right Wrong, put a book online, shorts, boys, meons und überall, wo du spürst, dass du diese Ansicht hast oder Studenten sind alle so ohne Verantwortung mit Geld, können wir das zerstören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, put a book online, shorts, boys, beyonds. Und überall, wo du nicht zulässt, dass es andere Einkommensmöglichkeiten gibt, wo es nicht bedeutet, dass du noch mehr arbeiten musst, aber es gibt einfach Überraschungen, können wir das zerstören und kreieren? Ja. Good and bad, right, wrong, put a book online, shorts, boys, beyonds. Und überall, wo du die Ansicht hast, du kannst nicht mehr arbeiten, du kannst nicht mehr tun, weil du studierst, können wir das zerstören und kreieren? Good and bad, right, wrong, put a book online, shorts, boys, beyonds. Weil dann kannst du gar nicht zulassen, dass vielleicht 10 Minuten viel Geld kreiert. Weil es eine Stunde bedeutet bla bla bla. Überall vielleicht eine Stunde bedeutet 15 Euro oder sonst irgendwas. Können wir dazu stören oder noch mehr? Ja. Good and bad, right, wrong, put a book online, shorts, boys, beyonds. Und hier ist etwas tricky. Bist du willig, noch mehr von deinen Geldern zu bekommen? Moment nicht. Good and bad, right, wrong, put a book online, shorts, boys, beyonds. Und wenn es Gary wäre, würde er fragen, bist du willig, noch mehr deine Eltern zu benutzen? Oder auszunutzen sogar? Everything that is times a gazillion, can we destroy and create it? Good and bad, right, wrong, put a book online, shorts, boys, beyonds. Er sagt es auf eine Art und Weise, wo es auch noch mehr Bewertungen hochbringt. Weil wenn ein Einkommen ist von deinen Eltern... Hallo? 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 Das Mama hört zu schlecht. Ist jemand da? Offen? Ja. Okay. Ja. Alle. Ja. Ich wollte sagen, hoffentlich sind nicht deine Eltern gerade, die ich jetzt anspreche, die da sind. Das wäre auch besser. Nein, aber die Sache ist, wenn du Geld von jemandem kriegst, das ist auch von Eltern oder wenn du verheiratet bist oder sonst irgendwas und du kriegst Geld, dann gibt es eine Sache, die sehr oft hochkommt, dass man die benutzt oder ausnutzt, weil man von denen noch mehr wünscht. Unbewusst gab es bei mir das sehr viel. Es ist ungefähr das Gleiche bei mir, als ich studiert habe. Aber ich habe in einem Familienbusiness gearbeitet. Aber es gab keinen Lohn. Also habe ich nicht... Es gab keine Summen. Ich musste um Geld fragen. Also gab es immer für mich fast wie ein Schuldgefühl, wenn ich frage. Und das Witzige ist, für mich gab es überhaupt nicht in meinem Universum, dass ich nach noch mehr fragen könnte. Und das, die Energie, die hochkam, natürlich ist, dass ich sie ausnutze oder dass sie mich ausnutzen. Das wollte ich auch nicht sehen. Es war einfach so ein Tabuthema in mir. Und als Gary das angesprochen hat, boah, es gab Reaktionen in mir, die waren wahnsinnig. Als ich das verändert habe, war ich dann auch willig zu sehen, dass meine Eltern sehr glücklich wurden, wenn ich nach Geld gefragt habe, vor allem wenn ich keins hatte oder weniger hatte. Für den war das wie ein schönes Gefühl, zu mir beitragen zu können. Aber deren Ansicht war, die können nur beitragen, wenn es mir schlecht geht. Wirklich? Ich habe es einmal probiert. Es war so witzig, weil mein Business ging es besser und besser, als ich mit Aktien angefangen habe. Und dann habe ich nur noch, als ich nach Australien gefahren bin, das erste Mal gab es noch Probleme und die wussten das. Da hat meine Mutter gefragt, ja, brauchst du noch mehr Geld? Und ich so, ja, ich hab, es fehlt noch 1.000 Euro. 10.000 fehlt die Krone. Und sie so, ich kann dir die Hälfte geben und die Hälfte kann ich dir leihen, dann zahlst du es zurück. Und ich so, oh mein Gott, okay. Dann ging es mir besser. Und als ich das gesagt habe, gab es nie ein Thema zu leihen oder zu schenken. Dann habe ich das angesprochen zu Gary und hat das erwähnt. Deine Eltern brauchen einen Anlass, dir Geld zu geben oder zu leihen. Und ich so, das kann doch nicht wahr sein. Wollen die da einfach nicht ihrer Tochter was geben? Nee, geht nicht. Und dann habe ich es probiert, einmal mit meiner Mutter. Das war so witzig. Mami, ich hoffe, du hörst es nie an. Das macht keine Angst, hoffentlich. Dann habe ich gesagt, du Mami, ich weiß nicht, wo ich hingefahren, wahrscheinlich Costa Rica. Und es ist sehr schwer, ich habe wirklich so hart gearbeitet und es fehlen mir noch 500 Euro. Ich weiß nicht, ob es Möglichkeiten gibt oder sonst irgendwas, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Und dann habe ich einfach eine Steuer gegeben. Und ja, es war nicht super, aber ich hatte das Geld.
Und ich wollte es einfach nur probieren. Und was passiert dann? Meine Mutter kam zurück eine Woche danach. Ja, ich verstehe, dass es schwierig war für dich oder ist. Und du arbeitest wirklich hart und ich sehe das und ich möchte dir gerne was geben und so. Und hat sie mir 300, ich weiß nicht, was 300 Euro gegeben. Ich habe keine Ahnung. Sie hat mir was gegeben. Und ich so, oh boy, warum hat Gary immer recht? Und es gab für mich Schwierigkeiten damit, aber ich habe verstanden, dass meine Eltern einen Anlass brauchten, mehr Geld zu geben. Und ich musste das herausfinden. Es gibt immer unterschiedliche Sachen bei unterschiedlichen Menschen. Aber als es mir gut ging, gibt es keine Geschenke. Okay. Ja, dann ist doch alles gut. Aber es ist wirklich komisch, weil wenn es dir gut geht, ich würde das noch fördern. Ich würde, wow, es geht dir gut, hier ist ein Geschenk. Oder es gibt ja, es ist sehr unterschiedlich. Es ist interessant. Es ist wie, wenn man zum Beispiel, man kümmert sich um Kinder noch mehr, wenn sie krank sind, als wenn sie gesund sind. Mhm. Und dann, das ist ja ein Programm. Und das sehe ich, das ist das Programm bei meinen Eltern. Und dann, wenn ich das haben möchte, dann muss ich irgendwie mich begleiten. Oder, oh, ich würde so gerne das haben, aber ich kann es mir nicht leisten. Dann sind die Rettungen. Sehr oft im Verhältnis sind so. Sehr oft bei Männern auch so. Leider. Hallo, alle Männer. aber es ist sehr interessant. Danke für die Frage. Ja, wir müssen bald aufhören. ich weiß nicht, gab es noch eine Frage, die ich gemacht habe? Hallo? Ja. Hallo? Hallo, ich höre dich. Ja, du, ich habe eine ganz wichtige Frage. Und zwar, mir wird schlecht. Die ganze Sendung hier wird mir immer mehr schlecht. Ja. Weil ich glaube, ich habe ein Trauma. Und zwar wurde vor einigen Jahren bei mir zweimal eingebrochen. Hallo? Ja, jemand hat irgendwas gemacht hier. Okay, ja. Ja, also bei mir wurde eingebrochen und man hat mir jedes Mal viel Geld geklaut. Sehr viel Geld. Und während du die ganze Zeit erzählst, kommt da etwas in mir hoch, wo mir wird immer mehr schlecht. Dieses Gefühl, wenn ich viel Geld habe und ich liebe Geld und ich kann das, denke ich mal, auch, ich kriege immer das, was ich brauche. Und umso mehr dieses Thema jetzt hochkommt, desto mehr kommt dieses alte Trauma, wenn ich viel Geld habe, man nimmt es mir weg. Was kann ich machen? Ich würde wirklich mit diesem Money Workbook sehr, 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 sehr viel arbeiten. Also ich würde mindestens 30 Mal oder 100 Mal den durcharbeiten, weil die Ansicht ist ja da. Wenn du mehr Geld hast, wirst du ja geklaut werden. Oh, ja, das habe ich jetzt erst durch diese ganzen, was vorher war. Ne? Das war mir nie bewusst. Super. Das war mir nie bewusst und ich liebe Geld. Super. Ich kann, umso weniger ich nachdenke, ich bekomme immer alles, was ich habe. Und bis jetzt, was ich feststelle, ich bin jetzt komplett mit meiner Wohnung fertig am Renovieren und jetzt kriege ich Panik, weil ich kein Geld habe. Wenn ich kein Geld im Portemonnaie habe, kriege ich Depression. Und alle diese Ansichten, die du hast, alles, was du programmiert worden bist, überall, wo du das behalten musst oder begrenzen musst, damit du nicht wieder das passiert, können wir das zerstören und notieren. Ja, bitte. Good and bad, right, wrong, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und bist du willig zu sehen, dass egal wie viel jemand von dir nimmt, bist du auch willig, mehr zu kreieren? Ja. Good and bad. Good and bad, right, wrong, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Weil mir hat jemand auch Geld geklaut und eine interessante Sache war zu sehen, okay, bin ich willig, noch mehr zu kreieren und zu empfangen oder will ich mein Leben hier stoppen und mich ständig nur darüber ärgern? Das war mein persönliches Thema da. Und da habe ich gesagt, okay, bin ich willig, das loszulassen und vielleicht schaue ich, wie kann ich 10.000 Mal mehr empfangen von diesem Geld, was mir gestohlen worden ist? Und was sind die unendlichen Möglichkeiten mit dieser Situation, die ich nicht sehen möchte? Was für Gaben und Möglichkeiten sind hier, die mir gezeigt werden? Und was sind so unendliche Möglichkeiten, wirklich nett zu dir selbst zu sein? Und was für ein Wahrnehmen hast du eigentlich über Geld, das du nicht wahrnehmen möchtest? Das weiß ich nicht. Genau. Und das sind die Fragen, die ich stelle ständig, damit ich mehr wahrnehmen
bekomme. Nicht, man kriegt sie nicht gleich. Alles, was das nicht zulässt, das zu verändern, dann können wir das zerstören und kreieren. Ja. Good and bad, right and wrong, put a pock, online, shorts, boys, meons. Eine sehr schöne Sache mit diesem Money Workbook ist, die Fragen werden ständig öfters gestellt, nicht nur einmal. Weil, wenn man das macht, öfters und öfters und öfters und durcharbeitet, dann kriegt man mehr Bewusstsein davon. Man nimmt Sachen anders wahr. Es kommen andere Sachen hoch. Das ist genau gleich mit allen Fragen in Action. Alle Werkzeuge benutze ich ständig mehr. Es ist nicht nur, what else is possible? Einmal. Ich stelle das ein paar Mal. Okay, was ist noch mehr? Was ist eigentlich noch mehr möglich? Was ist noch mehr möglich lesen? Come on. Und nur weil ich weiß, wenn ich einmal die Frage stelle oder einmal ein Werkzeug benutze, das kann ich sehr leicht wieder begrenzen. Aber wenn ich da reingehe und willig bin, einfach so oft zu sagen, bis ich wirklich das lebe, falle ich wahrscheinlich nicht zurück zu meinen alten Begrenzungen. Das möchte ich mit euch kreieren in diesem Nee, es ist ein Webinar, kein Telecall, sorry. Es ist mein Kopf immer als Telecall. Weil ich möchte, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wir haben vielleicht sogar nur geschrieben, dass es eine Stunde lang pro Sitzung ist, aber ich denke, ich bin da sehr flexibel. Ich möchte gern, dass wir dieses Money Workbook wirklich durcharbeiten, wirklich sehen, was möglich ist und aus der Scheiße rauskommen, wo ihr irgendwie begrenzt seid. Und wenn ihr keine Scheiße habt, dann kriegen wir noch mehr. Aber ich weiß, es ist möglich, keine Probleme mit Geld zu haben. Ich bin mir auch, ich habe es in meinem Leben gesehen, mit mir selbst, mit anderen Leuten, mit Sachen, die ich gedacht habe, da kommt man wirklich nicht raus. Man kommt raus. Man kommt aus der Scheiße raus und dann ist auch ein ganzes ein anderes Fundament, wo man auch Fragen stellen kann. Und wie ich gesagt habe, ich stelle immer noch Fragen, weil ich will noch mehr haben. Es ist nicht noch mehr Geld, ich will noch mehr Möglichkeiten. Früher waren Möglichkeiten und Geld fast das Gleiche. Jetzt nicht. Aber ich bin auch willig, Geld zu haben, auf eine andere Art und Weise. Aber ich bin auch willig, Möglichkeiten zu haben, die überhaupt kein Geld kreieren, weil ich weiß, die kreieren irgendwie was anderes. Oder es ist interessant. Geld kommt von allen möglichen Seiten her und es ist egal, ob ich ein Projekt habe, das Geld hat, kreiert oder nicht. Okay, und da ist ein süßes Couple. Ihr seid so süß. Mario, ihr seid so knuschelig zusammen. Es ist eine Party. Die haben so schön süß an dem Sofa. Oh, sorry. Die Nebengesichter zu sehen hier. Ihr seid ja witzig. Die sind so glücklich. Sorry. Aber das möchte ich mit euch zusammenarbeiten in diesen fünf Sitzungen oder Sessions, die wir haben. Fünf Sessions, die wir zusammen haben. Und zwischen den Sessions werden wir auch ein bisschen Sachen, wie Hausaufgaben aber nicht, aber wir wirklich mal selbst, für euch selbst reinschaut, was ist da, was ist nicht da. Also persönlich, wenn ihr willig seid, persönlich mit euch zu haben, werdet ihr sehen, was möglich ist. Ich möchte einfach nur puff machen und es verändert sich alles. Und ja, wirklich. Ich weiß aber, wenn ihr willig seid, das selbst zu machen, werdet ihr sehen, ihr könnt alles verändern. Es ist nicht, ich es verändert, ihr werdet es verändert. Wir werden zusammen einfach gehen und die Begrenzungen verändern, die Türen aufmachen für Möglichkeiten und nichts stoppen. Und ich werde alles tun, was ich tun kann, um diese Energien da zu haben, damit ihr nicht weglaufen könnt, damit ihr nicht 1000 dumme Entschuldigungen habt. Ich habe die meisten gehabt, also ich kenne die. ich bin da sehr kreativ, aber ich bin auch sehr kreativ, weiterzugehen und ich will nicht aufgeben und ich möchte irgendwie auch euch vermitteln, dass es möglich ist. Und wenn wir das zusammen machen können, dann kann die Welt nichts stoppen. Und auch natürlich, es ist eins der Sachen, die Vorkenntnisse, falls ihr weitermachen möchtet mit dem Money Workbook mit Gary, dass ihr das fünfmal zusammen macht oder alleine macht. Ihr könnt das auch alleine machen, ihr braucht gar nicht auf diesen Telecall. Ich weiß selbst, dass es mir sehr geholfen hat, als ich das mit einer Gruppe gemacht habe. Und deswegen wollte ich es auch anbieten und auch auf Deutsch, weil es gibt nicht so viele, die es auf Deutsch machen mit Money. Auf Englisch gibt es sehr viele andere. Und ja, es ist einfach eine Möglichkeit. Hey, ich liebe Möglichkeiten. Und Sabine, willst du das vorstellen oder sollte ich das sagen? Wir haben nämlich ein kleines, schönes Los, nee, was sagen wir denn? Ein Gewinnspiel. Ein Gewinnspiel, falls ihr Spaß habt. Das ist nur freiwillig, ihr braucht das nicht zu machen. Hallo.
Sabine, möchtest du das präsentieren oder sollte ich das machen? Nein, mach du das. Mach ich das? Okay. Mach du das. Wir haben dieses, Webinar-Telecall, das am 19. anfängt, wo wir das Money Workbook durchmachen. Und da haben wir gedacht, okay, es gibt eine kleine Auslosung. Die Auslosung besteht, Auslosung Nummer 1 oder was man gewinnen kann, ist das ganze Webinar umsonst. Es ist ein Preis, das kriegt man umsonst. Das zweite Auslosung ist, man kriegt ein Money Workbook umsonst. Was muss man dafür tun? Ganz einfach. Man postet, macht Werbung für das Teleseminar und macht ein Hashtag. Wir schreiben das nieder und schicken es an euch aus. Dieses Hashtag, Listen Money Workbook. Jedes Mal, wenn ihr das postet, mit diesem Hashtag gibt es eine Auslosungszettel oder wie man das sagt. Das tun wir alles zusammen. Jedes Mal, wenn ihr das postet, ist eine Auslosung. Sagt man das auf Deutsch? Eine Auslosung oder wie sagt man das? Ein Gewinn. Ein Los. Ein Los. Ein Los. Und dann tun wir das alles in einen Glaskugel oder goldene Kugel. Und das wird dann ausgelost am 16. November. Also je mehr ihr das postet oder Spaß damit habt, und wirklich, es ist freiwillig, ihr müsst das nicht tun. Ich habe kein Problem, wenn keiner Werbung machen möchte oder nichts damit Spaß hat. Wenn ihr das machen möchtet, ist es eine Auslosung da. Man kriegt einen Telecall, wir ziehen einen los, kriegt einen Telecall umsonst. Zweites los, kriegt ein Money Workbook umsonst. Das sind Möglichkeiten. Wir wollen einfach Spaß haben. Cool. Ja. Danke. Das Posten auf Facebook oder wo genau? Facebook, sorry. Yes, sorry. Danke. Und ihr schickt es nochmal rum, ja? Wir schicken das in diese E-Mail, wo wir auch dieses Recording haben. Werden wir das schicken. Das dauert wahrscheinlich einen Tag, bis wir das schicken. Und dann schreiben wir, wie man das macht. Sabine wird das sehr schön auf Deutsch formulieren, damit es nicht so komisch ist. Schwedeutschlich. Deutsch. Deutsch. Damit es ganz einfach wird für euch. Wenn ihr Spaß habt. Klar, macht es nur, wenn es Spaß ist. Wenn es keinen Spaß macht, es nicht, bitte. Für mich ist es immer noch, ey, Spaß haben. Wir wollten eine Tür aufmachen, Möglichkeiten noch mehr zu gewinnen, bla bla bla, ich will keine Werbung machen, bla bla bla. Spaß machen. Falls ihr Fragen habt über dieses Teleseminar, Webinar am 19., bitte schickt uns eine Frage oder ruft die Sabine an. Ihr dürft mich auch gerne anrufen. Ich bin in Schweden, schwedische Nummer, bla bla bla. Aber wir werden sehr viel Spaß haben, das Geld Sachen zu verändern. Ich möchte das gerne für euch. Ich möchte einfach beitragen damit. Ich weiß, es ist möglich. Ich habe es verändert. Ich weiß, ihr könnt das auch. Macht es alleine, wenn das Spaß macht. Kommt am Webinar mit. Es kostet 250 Euro. Wir werden sehr viel damit arbeiten. Es wird keine Stunde sein. Es wird wahrscheinlich länger. Ich habe keine Ahnung, was wir geschrieben haben. Anderthalb Stunden, aber so nicht bestimmt. Okay, wir werden so viel arbeiten, wie wir es brauchen. Und dann gibt es Recordings und dann gibt es wahrscheinlich auch ein paar Überraschungen damit. Und eine geschlossene Facebook-Gruppe. Wo man Fragen stellen kann, persönlich, weil zwischen jedem Call oder Webinar möchte ich ein paar Fragen haben, wo ihr mit arbeiten. Also könnt ihr da auch reinschreiben und dann können wir Fragen zusammenstellen. Und es ist immer schön, ich mag es, wenn man interagiert. Und deswegen mag ich diese geschlossene Facebook-Seiten. Wenn ihr das nicht machen müsst, ihr müsst es nicht benutzen, ihr könnt es wieder ein Plattform zu Möglichkeiten noch mehr. Und ihr benutzt alles, was ihr könnt, um eure Welt zu verändern. Habt ihr die anderen Termine auch schon? Ja, es steht auf der Webseite. Es fängt an einem Donnerstag an und dann machen wir jeden Dienstag weiter, glaube ich, war das, gell? Genau, ja, 24. und dann immer jede Woche Dienstag. Ja. Also in knapp 4 Wochen machen wir 5 Webinare, damit wir halt einfach auch wirklich zackig vorankommen und einfach auch wirklich was kreieren können, dass einfach das Ganze ein bisschen flott geht. Ne? Wie viel Uhr? 20 Uhr, 20 Uhr beginnt. Okay. Und es wird auch, falls ihr mal nicht kommen könnt, es wird Aufzeichnungen geben. Und falls ihr irgendwie Fragen habt, schickt die Fragen gerne dann an mich. Die kann ich dann auch stellen, sodass ihr auch wirklich nicht das Gefühl habt, ihr verpasst irgendwas. Und in Österreich wird die liebe Christa sogar ein kleines Pod machen. Ist sie da? Genau. Ja. Darf ich das vorstellen, Christa? Ich soll mich vorstellen, oder was hast du jetzt gesagt? Ich schreibe da. Christa macht einen Pod. Das bedeutet, man kann zu ihr zu Hause gehen und das zusammen machen. Also wenn wir das Webinar haben, könnt ihr bei Christa, wenn ihr technisch das nicht machen wollt oder sonst irgendwas, könnt ihr zu ihr zu Hause gehen und ihr werdet den Kurs zusammen da machen. Das ist auch eine Möglichkeit.
Und falls jemand anders machen möchte, wo ihr wohnt, könnt ihr bitte an mich oder Sabine eine E-Mail schicken und dann schreiben, dann erzählen wir, wie das funktioniert. Weil ihr könnt auch so kleine Koloniengruppen machen, wo ihr zusammenarbeitet. Und dann schicken wir auch, wie das funktioniert, das zu hosten. Und vor Rabatt laufen lassen oder hinterher. Ja. Ja, vor allem glaube ich, dass es sehr viel mehr Spaß macht, wenn man das gemeinsam macht. Genau, genau. Und das war die Möglichkeit. Christa hat gefragt, kann ich das machen? Ich so, ey, natürlich kannst du das machen. Einfach egal. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Ja, genau. Möglichkeiten, genau. Und es gibt so viele kreative Menschen, um mir die Fragen stellen. Und Christa kam mit einigen extrem kreative Ideen. Ich so, ah, das mag ich gerne. Wow, ich liebe das. Ich liebe das auch, dass sie mich herausgefordert hat. Ich so, ich muss nur schauen, dass das technisch möglich ist. Und dann war es. Und ich so, ja, okay, einfach. Aber ich liebe immer diese Humanoids kommen mit Ideen, die ich überhaupt nicht weiß, wie man das macht. Und jetzt ist es in meinem Leben so, ich sag nie nein. Ich so, schauen wir mal, wie machen wir das? Und dann passiert, meistens funktioniert alles. Früher hatte ich gedacht, nee, ich weiß nicht, wie das unbewusst wäre. Ich weiß nicht, wie ich das kontrollieren kann. Und jetzt ist es so, hey, geh mal aus der Kontrolle, noch besser. Und seit ich mit Access arbeite, sehe ich, hey, wenn es eine Frage gibt, gibt es meistens eine Möglichkeit. Super, ihr seid ja alle super dabei. Wir haben jetzt wahrscheinlich fast 2 Stunden lang gearbeitet mit diesen Sachen. Super, danke schön. Danke ja, an euch allen. Und ja, danke. Noch mehr Space für Geld. Und was sind die unendlichen Möglichkeiten, jetzt schon Geld anzunehmen und das zu verändern? Und die ganze Geld zu benutzen zu eurem Vorteil? Alles, was das nicht zulässt, können wir das zu steuern und kriegen. Ja. Ja, und ich bedanke mich so viel, dass ihr alle dabei seid mit all euren Energien und wirklich auch da mitgearbeitet habt. Dankeschön an euch allen. Danke. Danke, Lesen. Danke. Vielen Dank. Bye.